Übersetzerkabine. Wir übersetzen diese Lightning Talks in Deutsch und auch Polnisch. Wir sind Klaus und Eipwin für die deutsche Übersetzung und Dorota und Paweł für die polnische Übersetzung. Das gleiche nochmal in Polnisch. Witamy wszystkich w kabinie tłumaczącej Lightning Talki. Tłumaczyć będziemy na polski niektóre z nich, Dorota i Paweł. So, als erstes, der erste Vortrag ist darüber, wie macht man überhaupt Lightning Talks? Wie funktioniert das, die Lightning Talks für euch, für uns und für alle anderen, die auch streamen? Wie funktioniert das, die Lightning Talks dafür funktionieren zu machen? All die Lightning Speaker sind schon hier, bitte setzt euch in die erste Reihe. Schaut auf den Fahrplan, um zu schauen, wann ihr auf die Bühne kommen sollt. Fragt den Stage Manager, der gibt euch Aufforderungen. Geht neben die Stage und sobald ihr dran seid, kommt bitte schnell. Spricht genau ins Mikrofon, schaut, wenn ich das Mikrofon wegnehme, dann hört ihr nicht so viel. Wenn ihr aufgeregt seid, dann bewegt einfach eure Arme, das funktioniert. Die Vortragenden, bitte dreht euch nicht um, hinter euch sind keine Vortragsslides, sie sind vor euch. Ihr könnt die Slides weiter drücken mit dem Klicker. Bleibt ruhig. Es dauert nur 5 Minuten. Und gebt einfach euren Talk. Bleibt in der Zeit, kriegt Applaus und verlasst die Bühne. Und den Klicker bitte da lassen. Bitte lasst den Klicker hier, wir brauchen das. Of course, be excellent to each other. Für das Publikum, bitte seid nett zueinander. Und schaut auf den jenigen, der die Zeit zählt. Ich heiße hiermit Honky willkommen. Und hier mal eine kurze Demonstration, wie das Ding funktioniert. Ihr habt 5 Minuten für euren Talk. Für die ersten 4 Minuten seht ihr hier ein grünes Licht. Das geht einfach weiter für die ersten 4 Minuten. Und nach 4 Minuten, nach 30 Sekunden, für die letzten 30 Sekunden, da wird es dann rot sein, davor ist es gelb für 30 Sekunden. Then it's time for you to get the speaker off the stage. Und dann ist es euer Job, denjenigen, der präsentiert, von der Bühne zu holen. Und wir hatten mal so einen doofen Ton, aber wir machen das jetzt mit dem Publikum. 5, 4, 3, 2, 1. Applaus. Lasst uns das ein bisschen üben. Der Anfang war ein bisschen langsam. 4, 3, 2, 1. Dankeschön. Das war wunderbar. Das war ich und jetzt lasst uns einfach anfangen. Der erste Talker ist... Es war schon sehr häufig hier. Es ist Frantischek. Komm bitte auf die Bühne, das ist dein Vortrag. Okay. So, hello everyone. Hallo. Thank you for the opening talk. Vielen Dank für die Introduktion. The first one was about what to do and how to do it well. Yes. And this one is supposed to be what to not to do. And just a random topic, it's a food hacking base. Food hacking base, was man nicht tun sollte.
Wir haben für über 4 Jahre mit Essen gespielt. Wir sind hier auf dem Camp. Ihr könnt mit uns spielen kommen. Wir haben schon mehrere Abende. We have done big event in Czech Republic, which is called Kvas, growing specialized in fermentation. That one I was involved especially. This year we do the camp here, so you can find us on the campground. We will talk in a second slide about that. And we hope to be, of course, also in Leipzig. And auf diesem Camp sind wir präsent und auch in Leipzig werden wir kommen. So. Let's come to the camp because that's now also is the most hot event I have seen, the 30 degrees on Saturday, Sunday. It's going to be die Wetteranzeige sagt, es wird 30 Grad heiß werden. Und daher lasst uns weiterkommen. Wir sind im Sektor R8 und ihr könnt uns finden, einfach den Geruch nachgehen. Wir haben eine Küche, wir haben viel Aussteuer. Tasting, which is unofficially and nice. Da ist ein, es gibt ein, eine Möglichkeit, die Sachen zu schmecken. Es gibt die Brotback-Workshops. Ihr könnt selber unsere Küche benutzen. Wir haben zum ersten Mal einen eigenen Anhänger. And also for the villages around, because they can call things, which really helps. Und könnt auch umliegende Camps helfen, Sachen zu transportieren. Do not hesitate. We will be there. So, bitte komm vorbei und lass uns sprechen. Of course, there will be probiotic drinks because you need to rehydrate yourself also without alcohol. Es gibt auch Getränke. Es ist wichtig, genug zu trinken. Auch Sachen ohne Alkohol ist wichtig. We are there. It's going to be fun. Actually, komm vorbei. Besuchung ist wird Spaß machen. Like, you know, in the next few months. I will be personally doing cider season, so I'll be doing more cider, which you should be some of it. In den nächsten paar Monaten werde ich mich mit Cider beschäftigen. Of course, we will be at the Congress, at least before. Natürlich werden wir auch am Kongress kommen, as we did before. Wie schon mal. Und mit euch spielen. Und jetzt müssen wir uns auch um die Logistik kümmern. Let's say being more specialized and getting better equipment and more of it. So we are now getting our storage right and kind of improving the driving licenses and. Wir werden besser darin, unsere Vorräte zu behandeln. Basically, if I can say one thing, the log engines here are my personal heroes. You know, every day more. Sorry, every year more and more. So you know, progressing on the stuff. We are getting, I think, more and more. Wir werden, I would say. Immer tüchtiger. Wir erfinden mehr Lösungen für Probleme. Habe ich nicht verstanden, was mit Aufwaschen? Es geht langsam voran. Ich möchte euch auffordern, zu sehen, was wir machen. Wir können andere Aktivitäten auch erwähnen. Non-alcoholic, completely fun. I have actually exercised in the morning with picking up around 20 kilos of Mirabelle. Wenn jemand Übung braucht, gibt es Arbeiten mit Heben, Säcken von 20 Kilo und mehr. Komm und sprich mit uns. And what we are actually really trying to do is to be as open as possible so we can come and do something what is related to the food, drinks or bio. And do it in the place. So you can do your workshops, of course, you taste your tasting events. If you are ihr könnt auch eigene Tastings machen. Congress. Let us know in advance, you know, wenn wir was für den Kongress vorbereiten sollen, bitte gib uns Bescheid. Better it comes. Okay? So thank you very much for erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. And I hope to see you very ich hoffe, wir soon sehen uns. At Food Hacking Base. Und bye. Danke. Tschüss. Ich höre einen Schalt. Ich verstehe sehr schön. Thank you very much. František, the next talk up here is Chris Kay. Dziękuję bardzo. Następna prezentacja będzie przez Chrisa. Thank you.
That is excellent. So now he said it, I don't have to do it. Świetnie. No, teraz on to powiedział, więc ja nie muszę. So the title of my talk is tytuł, as he said, and the subtitle, tak jak on powiedział, i podtytuł to jak pomóc użytkownikom wybrać mniej słabe hasła. So that might be your first question. What to może być wasze pierwsze pytanie. Był artykuł zrobiony przez Posterion, które jest niemiecką siecią newsów. Eksperci nazywają to najlepszym hasłem świata. And next question might be, who am I? My name is Chris. Kim jestem? Jestem Chris, jestem nerdem, jestem koderem, pracuję dla LRZ. It's the Leibniz Rechenzentrum. LRZ to Leibniz Rechenzentrum, czyli Centrum Superkomputacji Leibniz. Jesteśmy dostawcą internetu Uniwersytetu w Monachium i to jest nasz budynek z komputerem w tle. To są bardzo śmieszni ludzie, a to jest nasz najszybszy komputer, który jest dziewiąty, który kiedykolwiek był sprawdzony względem szybkości. To jest nasz szef, który był na ostatnim kongresie, więc możecie... Pracuję dla centralnego dostawcy. Możemy ustalić, mamy około 30 tysięcy haseł, które możemy ustawić. Mamy pewne zasady do tworzenia zasad, które możemy ustalić i mamy coś takiego jak na używanie dużych i małych liter. Pound to jest coś takiego, co wymyśliliśmy. It means I own you. I have now. Owned to znaczy, że ja mam twój komputer i mogę coś teraz z niego zabrać. I zabieranie wygląda tak, że jest sobie chmura i z niej spadają dane i jest tutaj osoba, która zbiera te dane i ona może być odpowiedzialna za to, że te dane w ogóle spadają. Mamy dużo tutaj listę haseł, które są na internecie, ale nie bójcie się, bo mamy bohatera w śniącym pancerzu, który nazywa się Treuhand i on odpowiada za HIBP, czyli Have I been pwned, czyli czy ktoś mnie pokonał. I to jest całkiem ciekawa strona, gdzie można sprawdzić hasła, czy ktoś nam je sprawdził. Można ściągnąć listę haseł i myślisz, ściągnąć? Może nie róbmy tego. Więc on powiedział, niech będzie krypto i ta baza danych zmieniła się w dużą listę, która jest rzeczywiście upubliczniona. So then what? Then no i co z tego? Ściągamy bazę. 10 gigabytes, torrent. To 10-gigabajtowy torrent. Rozpakowujemy ją na 22 gigabajty tekstu. Mamy wtedy kod. Wklepujemy ten kod w naszą. So how might that look? Nasze przetwarzanie haseł informujemy użytkowników. Potem, jeżeli użytkownik wybierze głupie hasło, które było już gdzieś używane przez 10 tysięcy ludzi, to mówimy, że nie może tego używać. Jeżeli to hasło tam jest, to prawdopodobnie już było ukradzione, więc coś to mówi użytkowniku, więc powinien używać innego hasła. Więc ostatnie pytanie to, co pozostało? Więc o co tu chodzi? No, of course not, because it's the most secure. Więc jest najbardziej bezpieczne hasło. I czy ono zostało ukradzione? Nie, bo to jest najbardziej bezpieczne hasło na świecie. I to wszystko, dziękuję. Thank you for your talk. The next talk is going to be about digital analog TV. Thank you again for all the translation angels and subtitling. Vielen Dank auch nochmal an all die Übersetzungs- und Untertitelengel.
Hello. Hallo. Okay. Hi. Hello. Hallo. Yeah, digital analog TV. Ja, digitales Analogfernsehen. Zeit? 4 years ago, we were given this cool radio. Vor vier Jahren gab es diese coole Radio-Plakette. Signal processing for me. Das hat mir ein bisschen Signalprocessing gezeigt. Ein Jahr später hat der Chaos Computer Club seinen Geburtstag gefeiert und hat jemand eine Kunstinstallation dafür gemacht. Und da habe ich mich gefragt, wie kriege ich überhaupt Bilder auf dieses Fernseher? Und der Name dieses Spiels heißt PAL. Es ist ein Format, das ist interlaced. Es gibt bloß 25 Frames pro Sekunde. Es gibt ein es gibt einen Chroma Subcarrier, also einen Kanal für die Farbe, einen Unterkanal. Und das ist insgesamt ein Analog-Encoding für Videoinformationen. Das Kabel kennt ihr vielleicht hier von euren Videokonsolen. Der Unterschied zwischen diesen beiden Kabeln ist, dass das Signal einmal moduliert ist, also mit einer Carrier Frequency multipliziert ist. Wie funktioniert das jetzt? Jeder alte Fernseher ist so ein Kathodenstrahler und da schießt man Elektronen auf den Bildschirm und je nachdem, wie viel Spannung man an den Elektronenstrahler anschließt, desto heller ist der Punkt. Und so sieht es aus für alle alten Fernseher. Das ist jetzt hier gerade bloß für Schwarz und Weiß. Farbe schauen wir uns später an. Außerdem sind hier Synchronisierungsausschläge, damit wir wissen, wo die nächsten, damit wir die nächste Zeile mitkriegen. Hier sieht man, wie die Sync-Pulses aussehen. So you also need to know when to start the next frame. So dass man weiß, wann die nächste Frame starten kann. Here, for example, is one. Hier ist zum Beispiel eine Scanline, eine Zeile. Wie man das Bild oben links darstellt. Zwischen den Sync-Pulsen. So, wie kommt jetzt Farbe hier rein? Dafür brauchen wir ein bisschen Mathematik. Wie ihr wahrscheinlich wisst, ist Weiß, Rot, Grün und Blau zusammen. Das liegt an den Sensoren in unseren Augen. Deswegen sind alle Bildschirme Rot, Grün und Blau. Wir können diese Formel ändern, indem wir sagen, Grün ist Weiß minus Rot plus Blau. Warum brauchen wir das? Naja, wir verschicken schon die Weiß-Information. Und Farbfernsehen ist rückwärtskompatibel zu Farbfernsehen. Let's get rid of green, only transmit red and blue and white. Also lass uns grün wegwerfen und nur rot und blau weiter verschicken. Es gibt dafür auch besondere Namen. Chroma blau, Chroma rot und Luma. Ihr vielleicht schon mal die Formeln gesehen, YCBCR oder YCY. Hier sieht man die Formeln, das ist ganz schön kompliziert. Sie nehmen die Chroma-Information und multiplizieren es mit einer Sinuskurve der Chroma-Information. Das ist dann die Helligkeit zusammen mit der Farbinformation. So what are the needed steps to transmit radio? Ich habe keine Zeit, das muss jetzt schnell gehen. Was sind die benötigten Schritte? Wir müssen dafür zwischen den Farbspaces. Erster Versuch, zweiter Versuch, dafür habe ich keine Zeit. FFmpeg, I have this call. FFmpeg, dann habe ich diesen Aufruf. Wir müssen den die Kompression ausschalten. Dann müssen wir es filtern. Dann wollen wir es interlacen. Das findet man in der FFmpeg-Dokumentation, wie das funktioniert. Das nimmt die Scanlines von die ungeraden Lines von jedem ungeraden Frame
Frame und die Geraden von jedem geraden Frame. Dann ist hier die Color Space Transformation, die Farbraumtransformation. Und dann tun wir das am Ende in unser Programm rein. Dann können wir unseren Image, unser Bild wieder reinschauen. Dann haben wir hier unser Big Bug Bunny Frame Capture. Und hier seht ihr schon die interessanten Sachen. Hier sieht man die Bildteile, die oben die Helligkeit, dann den blauen und den roten Teil. Also am Anfang liest man das einfach ein und macht dann ein bisschen Synchronisation. Dann haben wir noch mehr Padding, weil es gebraucht wird. Und dann, falls ihr noch irgendwelche Informationen haben wollt, klickt hierhin für die Slides. Thank you very much. Those were really, really a lot of slides. The next talk is in German from Felix D. From Felix D. Eine Wende für flexible Verkehrssysteme. The next will be a new strategy for traffic systems. Hallo. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. I challenge the Signal Angels. If you don't speak German and you're interested in the talk and the topic, please approach me afterwards. Eine Wende für flexible Verkehrssysteme. A new strategy for flexible traffic system. It's we're talking about e-mobility, but something completely different is just happening. There are several ÖPNV solutions, many of them in Germany, other where in the world, they're looking quite different. Most of the world, there exists no data of the traffic systems, especially Africa and Asia. The question is how this is going to change, because the systems are not as regulated as they are and we're used to here. That means we need new ways of approaching it. I guess everyone knows OpenStreetMap. Everyone can correct stuff. Many people are helping out. That means we have a lot of data. There's many people who are working on this, and also are detecting YPNN data. This is on a city level and using mit den Daten will man natürlich auch was machen. Also gibt man this was an example from Niagara, Nicaragua. There are nice apps available. Die Regierung macht eventuell mit. Some governments are joining in, and everyone's happy. ÖPNV-Karte Amerikas. This is the first ÖPNV map of America. They sometime they take the ohne irgendwelche großen Aufwendungen Karten don't use the Lösungen die uns time part. Und wie gesagt, das ist alles. This is the first approach. In Wirklichkeit ist nämlich der ein bisschen anders. A semi-formal ÖPNV oder alternativ. Oft ist er frequenzbasiert, deswegen ist auch often it's based on frequency, so the timing is not as important. Es gibt ganz viele andere Haltestellen, die there might be a lot of other bus stops or stops. There might be lines where the stopping is demand driven. There are several ways of being transported as compared to what we're used to.
That's why we are working on extending the GPSS system with the GPS Flex, with these signs you see here. Ich habe bestimmte Verkehrsmittel, die mich wohin bringen, ganz andere. There might be destinations which are good for special approaches. This might change during a day. If you're interested, please approach me. We are just evaluating our approach. We like new ideas. We like people who help out because there's certainly something going on around here. Brain hacking to see in 3D, which is a bit interesting to hear. I'm a bit afraid, but we will see. Thank you, Ben Senior, for entering this talk. Hi, I'm Ben. Oh, where's the clicker? Where's the clicker? So actually, last year I gave a talk at Christmas about hacking how we see, about eye skills. W zeszłym roku dałem wykład na święta na temat, w jaki sposób można użyć wirtualnej rzeczywistości, żeby poprawić swój wzrok. And this project has continued, and it's become more and more complex and larger and larger. Kontynuuje ten projekt i on rozrasta się i mam 5 podprojektów. That we need a dedicated lead for each of these. Okazuje się jasne, że potrzebujemy, każdy z tych projektów potrzebuje swojego lidera i niektórzy z nich siedzą tutaj. Is about personal experience. Pierwsza część to jest osobiste doświadczenie, czyli zobaczenie, co jest możliwe na swoim własnym wzrokiem i ćwiczymy 10 minut dziennie. I na koniec mamy właściwie słownictwo, żeby rozmawiać ze swoim doktorem na temat tego, co widzimy. We need to be able to objectively see what's happening to the eyes so we can understand which techniques work. Następna część jest na temat obiektywnych danych. We've created a open source, open hardware eye tracking headset, which folds up and fits inside a Google Cardboard second generation. Zrobiliśmy okulary, które mieszczą się w Google Cardboard i które śledzą nasze oczy. Some really useful information, but it's no good unless we can get it into the hands of lots. Dzięki temu mamy przydatne informacje, no ale teraz musimy dokonać produkcji, żeby przekazać to wielu osobom. Tutaj jest prototyp takiego urządzenia. With these things stacked vertically and much better automation, so that enterprising entrepreneur anywhere in the world can take this blueprint, create this from the design, and just go. Chciałbym móc produkować wiele takich urządzeń tak, żeby każdy, kto chce, mógł zrobić je gdziekolwiek na świecie. I dzięki temu można się dostać do bardzo wielu osób. I to jest mój cel w tym projekcie. And to change medical best practice. Mój końcowy cel jest taki, żeby zmienić naukę i zmienić praktyki medyczne i poradzić sobie z kryzysem reprodukcji, żeby all of the experimental data is openly available and nothing is hidden from view. Chcemy zrobić, żeby wszystkie dane eksperymentalne były dostępne dla wszystkich. I żeby za pomocą open source dało się zmieniać źródło i budować na tych projektach. So every single piece of data is tagged with the exact build that created it, so researchers can. Chcemy, żeby każdy punkt danych miał informacje na temat tego, skąd pochodzi, tak żeby można było kontynuować eksperymenty z tymi samymi danymi i kodem. Can we get cohorts in the tens of thousands producing data each day, rather than the current state of the art, which is a couple of dozen people. Skorzystać z obywatelskiej nauki po to, żeby mieć znacznie więcej danych od wszystkich. Quite ambitious, and it's going to take quite a lot of money.
To jest dość ambitny projekt i będę potrzebować dużo pieniędzy. Closer. Okay, I was trying not to make it so loud. Trochę bliżej do mikrofonu. Yeah, we have sources of ethical funding that we've identified and we're quite far along. Mamy źródła etycznych funduszy, ale szukamy jeszcze kogoś, kto będzie się dobrze komunikować i może rozmawiać z inwestorami. This affects a lot of people around the world. There's about 400 million people out there right now. To dotyczy bardzo wielu ludzi na świecie, jakieś 400 milionów. No i chcemy zbudować otwarty biznes, który będzie rzeczywiście robił coś wartego uwagi. Moja pasja to nie jest budowanie biznesu, także jeżeli ktoś inny ma doświadczenie w budowaniu biznesu i nie jest zbyt chciwy, to chciałbym porozmawiać z nim. Zapraszam do naszego warsztatu jutro w Goldberg. Thank you very much for that very interesting talk. The next one is Mars Robertson with 7th of October 2019. Następna prezentacja będzie Mark Robertson z 7 września 2019. Międzynarodowe powstanie. Check, check. One, two, three, check, check. Hi. Cześć. This is something big. To coś wielkiego. To coś dużo większego niż ja. I jest zupełnie nie o mnie. International uprising, chodzi o międzynarodowe ruch Extinction Rebellion. Globalna zmiana klimatu, globalne ocieplenie jest znane od 100 lat. Publikacje naukowe były już w 1917. Co jest dzisiaj inaczej, to to, że ExxonMobil robił kampanię dezinformacji. ExxonMobil to pewnego razu była najbardziej, najdroższa firma na świecie i aktywnie robili kampanię fałszywych informacji. I to, co jest nowe, to jest nie było być. Tego nie było w zeszłym roku. Zmiana klimatu jest taka wysoka, że Arktyka się pali. Zmiana albedo i Arktyka pobiera więcej ciepła, modele klimatu się wydostają spod kontroli, jest więcej uchodźców klimatu, więc rozumiesz, co z tym robimy? Więc ten obraz jest bardzo ciężki, jest bez. Więc co możemy zrobić? Wyjść na ulicę. Gdy wyjdziemy na ulicę, to my, zwyczajni ludzie, którzy to wiedzą, możemy powiedzieć rządowi, żeby mówili prawdę. Więc już żadnych fałszywych informacji, żadnej propagandy, ale powiedzcie prawdę, powiedzcie, jaka jest sytuacja. Po drugie, zróbcie to teraz, bo musimy działać teraz. Musimy obniżyć emisje. I po trzecie, to nie jest ruch polityczny. Nie chcemy dostać władzy, ale chcemy zrobić robotę. Więc to są główne zasady. Jest 10 głównych zasad. These rules just make sense. They are simple. Te zasady mają sens, są proste, łatwe do zrozumienia. Mogę intuicyjnie to zrozumieć. I Extinction Rebellion to ruch ruchów, międzynarodowy ruch ruchów, niescentralizowany, bez liderów, publiczny, otwarty, jest wiele mechanizmów informacji. Zaczął się w Wielkiej Brytanii i tam się dzieje.
7 września będzie prawdopodobnie największy przełom, przewrót w historii ludzkości. Jest tak raz przez... Dzieje się raz na stulecie. Jest możliwe, że będziemy protestować tyle, ile należy. Że po prostu wyjdziemy na ulicę, że będziemy robić taki kamp, ale nie w Grandze Ziegel Park, tylko pójdziemy w największy plac Londynów, plac parlamentu i zrobimy kamp. Będziemy to robić tyle, ile należy. Myślę, że to jest jedna z najbardziej ważnych dat w historii ludzkości. Jest kilka rzeczy, które powodują, że myślę, że to jest inaczej tym razem. Około 70 lat temu były bronie atomowe. 50 lat temu był projekt Apollo, człowiek na Księżycu, zmiana wszystkiego. Kilkadziesiąt lat temu internet stał się www i to też była wielka zmiana. 10 lat temu blockchain Satoshi Nakamoto, to też była wielka zmiana. Teraz Elon Musk leci na Marsa i chce zrobić nową cywilizację, ale do tej pory mamy jedną planetę i rzeczy się wymykają spod kontroli. I teraz ludzie, hakerzy, mamy potencjał, żeby powiedzieć prawdę, działać teraz. I to jest całkowicie niepolityczny ruch. Jesteśmy tutaj po to, żeby zrobić robotę. Dziękuję. The next talk is going to be from Michael Stapelberg about Distri, a Linux distribution to research fast packet management. Następny wykład będzie na temat Distri, czyli dystrybucji Linuxa, która ma badać, jak zrobić szybkie zarządzanie pakietami. If you'd like to discuss any more of this, my observation is very simple. Whenever I install a package, moja obserwacja jest prosta. Za każdym razem, jak instaluję paczkę, to zajmuje bardzo dużo czasu i możecie zobaczyć na slajdzie, że nawet jeżeli instalujemy kilka kilobajtów skryptu perlowego, musimy przesłać 100 megabajtów i wychodzi jakieś 3 megabajty na sekundę, mimo że mój komputer może przetwarzać wiele gigabajtów na sekundę. Czy możemy zrobić lepiej? W dystrybucji Distri można tą samą paczkę zainstalować w 0,1 sekundy. Nawet duże paczki jak QEMU można zainstalować przez jakieś 100 megabajtów na sekundę. No i zajmuje to tylko 4,5 sekundy, żeby zainstalować całe QEMU. Jak to możliwe, że ta dystrybucja jest o tyle szybsza? Pierwszy pomysł jest taki, że zamiast archiwów używamy obrazy, czyli zamiast na przykład archiwum TAR używamy obrazu takiego jak obraz płyty albo Squash.fs. Dzięki temu nie musimy niczego rozpakowywać, więc nie jest tak, że ładujemy, sprawdzamy sygnaturę i rozpakowujemy, tylko możemy od razu zamontować obraz. Po tym, jak go rozpakujemy, w dzisiejszych czasach bardzo łatwo jest ściągnąć plik z internetu, nawet and I can achieve package installation speeds of 12 gigabytes per second. Możemy w tej chwili na dobrym łączu instalować nawet 12 gigabajtów na sekundę. Oprócz tego łatwo jest ustawić środowisko, tak jak robimy to na przykład change root. Further package installation, which just means adding something to the package store, is actually atomic. Instalacja, czyli dodanie czegoś nowego, jest atomowe. To znaczy, że nie potrzebujemy synchronizacji. Możemy po prostu zainstalować i używać paczki od razu. Następny pomysł jest taki, że używamy oddzielnych hierarchii. To znaczy, każda paczka jest dostępna pod inną ścieżką, która zaczyna się od /ro, a potem używamy pełnej wersji
wersji paczki razem z numerem wersji i dzięki temu możemy instalować obok siebie wszystkie paczki bez żadnych konfliktów. To oznacza, że podczas instalacji nie musimy badać zależności. Cała reszta systemu jest ustawiona normalnie, to znaczy mamy ETC, var, cache i tak dalej. And then the last key idea that I want to present here. Ostatni pomysł, o którym chciałbym mówić, jest taki, że mamy tak zwane katalogi wymiany, dlatego że programy muszą wymieniać dane za pomocą znanych ścieżek w systemie. Na przykład program MAN używa strony do Nginx, którą musi znaleźć, albo GCC używa libusb, więc musi znaleźć pliki nagłówków do libusb. Jedno ostrożne podejście jest takie, że emulujemy te ścieżki. To znaczy, możemy je czytać pod tą ścieżką, ale w rzeczywistości czytamy symlink do czegoś innego i dzięki temu mamy pełną kompatybilność z innymi programami albo nawet źródłami. Czyli możesz ściągnąć swój ulubiony program, na przykład Spotify albo Chrome i po prostu bez zmian go uruchomić. Więc projekt Distri w tej chwili jest projektem badawczym. Minimum viable thing that you can use in order to have a working Linux computer. I'm using this on my laptop. W tej chwili to jest minimalna dystrybucja, którą można używać. No i mogę używać go sobie po prostu na laptopie, mogę oglądać Netflixa, używać Chroma i tak dalej bez żadnych problemów. Nie czekam teraz na żadne kontrybucje z zewnątrz ani na użytkowników, ale chcę wywrzeć trochę nacisku na inne dystrybucje i przekonać ich może, żeby również spróbowali zrobić, żeby były szybsze. Oczywiście możecie spróbować. Mam bardzo łatwe instrukcje, żeby to wszystko uruchomić. Można uruchomić dystrybucję z klucza USB. Można zainstalować na Google Cloud. Jeśli macie jakieś obserwacje albo informację zwrotną, albo jeśli chcecie po prostu porozmawiać, to po prostu znajdźcie mnie. In German as well, and the next talk will be in German is from Bettina, 25 Jahre Internet für alle, und dann der Ping e.V. 20 years of Internet for all, and the... Yeah, hi. Just like you said, it's in German, but if you want to learn more, you can talk to us in English later. We are more of a local interest. So, yeah, hallo, ich bin Bettina from hallo, Ping e.V. Hallo, I'm Bettina and Richard. Auch aktiv beim Ping. Und ja, wir erzählen euch jetzt was vom Ping e.V. Now we're going to tell das you about the das ist die private Ping Internet-User-Gemeinschaft, group, the private Internet User Uni Dortmund. Und unser Hauptziel ist die Förderung von Bildung und Wissenschaft. Main cause is to promote rund um Technik und knowledge Internet about technical questions, our early history with the 90s, at Dortmund, thing in the 90s where they turned up. How did it come to this? 1993, we considered we want to join in this internet. There were nothing. So what to do? We make it ourselves. We are going to be our own providers and going to make internet access for all. 1994, we founded the company Ping e.V. and were das lief ein paar part of the school. Also Ende der 90er kam die große Existenzkrise, nämlich es gab jetzt the way bringing internet to the schools. Irgendwann auch billiger als wir. Then the great crisis showed up, where the commercial people were better and cheaper than we were.
we had daytime jobs and had to find out what to do. Okay, we are stopping our provider functions and focusing on education. Then we stopped being providers and now only concentrating on education. And something which I will tell you about later. This is our member figures. You see the peak and see how the people who only used us as providers left us, and the people who stayed were the idealists in 05, where this equal club, which were smaller than our club, and then we fused, and as you see, the idealists are still hanging on. And this is our current history. Stillleben. Und genau, der Dredget wird euch jetzt erzählen, was wir heute so treiben. Ja, wie die Bettina erzählt hat, sind wir jetzt vor allem sehr aktiv bei den Weiterbildungen und wir haben ein sehr schönes Vereinsheim. The secondary courses, no non-paid secondary education. We are able to reach a public who is normally not attending Hackspaces. That technical game stuff like the Donkey Car Project. Something virtual reality and a short list of things we are doing regarding functional programming. We have been using GIMP. Elderly people dann zusammen mit der FOSS AG gibt es auch so Nerd-Abende, wo wir uns zusammensetzen, irgendwie zusammen was kochen, snacken und irgendwelche nice evenings with eating and hacking. Und jetzt seht ihr noch Bilder von unserem Serverschrank und das ist noch die Truppe von früher, wie sie sehr aktiv war. People who attended earlier. As you see at the, on the numbers of attendees, if you're located near Bochum, Dortmund, and would like to attend, you can find us near the University of Dortmund. This is a very nice house where we have our rooms, and if you like to join us, and if you would like to talk to us, please find us. Automated ground control points for drones in English. Is Quantum here? Yes. Hello? Hello, yes, I'm Quanten. Ja, ich bin Quanten und zusammen mit Andreas Hornig habe ich ein Projekt gemacht, automatisierte Grundkontrollpunkte. Wenn man eine Drohne machen möchte, braucht man, wenn man eine Karte von vom Gebiet macht, braucht man irgendwie Kontrollpunkte. Normalerweise nimmt man so ein Teil und misst die Position, dann kann man die Drohne drüber fliegen lassen und nachher kann man die Grundkontrollpunkte markieren. Das ist hier der Punkt Nummer 5 und man muss es in jedem Bild klicken und dann kann man den Computer das Modell berechnen lassen. Ist ein bisschen kompliziert, aber es funktioniert. Dann kriegt man ein 3D-Modell. Aber wir sind faul. Also warum muss man das manuell machen, diese die Bodenkontrollpunkte markieren. Computer können doch selber Dinge erkennen. QR-Codes zum Beispiel. Sie können die Position davon in einem Bild finden. Sie können Informationen daraus extrahieren, sodass sie einfach herausfinden können, dass QR-Code Nummer 5, der ist an dieser Position.
Wir nehmen dieses QR-Code Format hier. Wir nehmen die höchste Fehlerkorrekturmöglichkeit und wir nehmen den oberen linken Marker als Referenzpunkt. Das ist der Punkt, wo die Koordinate gültig ist. Wir nehmen das URL-Schema von OSM und damit kodieren wir halt, welche Position das ist. Man kann eine ID benutzen, eine lokale für die Scamp oder so, oder man kann auch einfach, also das ist so ein Lookup-Table, man kann natürlich auch einfach Koordinaten hardcoden. So, when you have this ground control point, this is a wenn man so einen Ground Control Point dann hat, dann deployt man die, man misst ihre Position. Hier bei dem Flugfeld machen wir das für euch. Dann nimmt man die Drohne, nimmt Fotos. You can let the computer find und dann lässt man den Computer einfach die QR-Codes finden. Dann gibt ihm die Bilder, kriegt die QR-Codes, dann kriegt man, gibt man ihm die Tabelle mit den QR-Codes. And then you get in wonderful, und dann kriegt man einen wunderschönen, hoffentlich wunderschönen Referenzfoto, ein 3D-Modell. Wir wollen, dass ihr hier dran teilnehmt. Falls ihr eine Drohne habt, fliegt über das Flugfeld. Es ist da hinten, hinten im Camp. Fliegt dorthin, nimmt Fotos. Wir haben dort 5 QR-Codes. Wenn ihr Fotos nehmt oder so, Fotos aufnehmt, dann postet sie auf Twitter, auf Hashtag CCCCampMap. Es gibt dort noch ein paar Dinge, die wir ein bisschen implementieren müssen. Also falls ihr was implementieren wollt, schaut auf unseren Issue-Tracker. Falls ihr interessiert seid an irgendwas, hier daran interessiert seid an irgendwelche dieser Projekte, schaut einfach vorbei und redet mit uns. Ihr könnt mich finden bei der Chaoszone. Andreas ist nicht am Camp, aber ihr könnt es eben auf Twitter anschauen. Ja, ich habe eine Deck-Telefonnummer. Wir haben eine wunderschöne Website osm.to für unser Projekt, eine Wiki-Page im Wiki der Scamps. Ein letztes Ding. Ich mache auch noch ein Projekt über Hochpräzisions-GPS. Also falls ihr Hochpräzisions-GPS interessant findet, dann schaut euch einfach mal diesen QR-Code an. Vielen Dank. Thank you, Quanten. For the cool talk. For the next talk, Unified Alpha by Pippin, brace yourself for some heavy formulas. Is Pippin around here? Yeah. Welcome to the stage. Hello. Hello, I'm Ivan Kolos, or Pippin. And I'm one of the GIMP developers. Nazywam się Ivan Kolos albo Pippin. Jestem deweloperem gier. Będę pokazywał, no w większości będę pokazywał screenshoty mojego terminala. To explain what it is, it's combination of czym jest zunifikowana alfa. No, to jest kombinacja zwykłej alfa i przemultiplikowanej premultiplikowanej alfa. Where you have a red, green, blue, and then an alpha component. Normalnie mamy oddzielny kanał alfa, czyli czerwony, zielony, niebieski i alfa, i nie są powiązane ze sobą. Pre-multiplied alpha, you scale each of the components by the alpha. Jeśli alfa jest przemnożona, to wszystkie inne komponenty są przemnożone przez alfa od razu. The reason we want pre-multiplied or associated alpha is that the mathematics for compositing, that is putting two partially transparent images on the premultiplikowana alfa jest łatwiejsza w momencie, kiedy nakładamy wiele komponentów, które już mają ze sobą kanał alfa i po prostu matematyka obliczenia są prostsze. And we can easily do it with SIMD or on a GPU instead of
Dzięki temu możemy łatwo korzystać z instrukcji SIMD albo liczyć na karcie graficznej i używamy mniej więcej połowy instrukcji. Tak zwykle wygląda konwersja pomiędzy tymi dwoma formatami. W jedną stronę po prostu mnożymy przez alfa. W drugą stronę mamy problem, dlatego że pomnożyliśmy przez alfa, ale żeby wrócić, musimy podzielić. No ale jeżeli alfa była 0, no to zachowanie jest niezdefiniowane. Tradycyjnie mówimy, że jeżeli alfa była 0, no to był tu pewnie czarny kolor, więc wobec tego w tym momencie nie możemy przechowywać informacji o kolorze dla przezroczystych pikseli. Straight alpha to associated back to straight on the top. Tak wygląda konwersja w obie strony, jeżeli przekonwertujemy w jedną, a potem z powrotem. And there's a similar thing going on if you go from associated to straight to associated. All of these examples store pure white as in 255, 255, 255 or 111 in the color components. And you see in the bottom example where alpha is zero, we don't get back to our original result. W dolnym przykładzie alfa jest 0, no i nie dostajemy tego wyniku, który dostaliśmy. Associated alpha can store tutaj jest więcej informacji na temat powiązanej alfa. Możemy przechowywać dodatkowe informacje i dzięki temu umożliwić rzeczy takie jak na przykład ogień albo miecze świetlne. Problem jest taki, że jeżeli zbliżamy się do zera, to 1 przez x dąży do nieskończoności, więc jeżeli używamy liczb całkowitych, no to przechodzimy przez limit i nie możemy przechowywać więcej. Ale jeżeli używamy floatów, czyli liczb zmiennoprzecinkowych, to trochę łatwiej jest przechowywać więcej informacji. I spent a few iterations on how to approach this, and what I've ended up doing is saying that. Wykonałem kilka iteracji. Smaller than a threshold, I treat like the threshold. I w końcu ustaliłem wartość progową, to znaczy każda informacja, która jest niższa od progu, po prostu uważamy, że jest progiem. Tutaj jest kod, który implementuje. 65536. Definiujemy taką podłogę, czyli 1 przez 6,5,5,3,6 i mówimy po prostu, że zwracamy tę podłogę. Tak wygląda konwersja ze zwykłej alfy do naszego formatu. Konwersja w drugą stronę staje się o wiele prostsza, dlatego że mogę po prostu dzielić swobodnie, bo wiem, że nigdy nie będę miał zero. A dlaczego akurat taka wartość? Jeśli we floatach mnożymy albo dzielimy przez potęgę dwójki i ta potęga nie jest jakaś bardzo, bardzo wysoka, to zmieniamy tylko wykładnik, nie zmieniamy samej wartości. Dzięki temu ta operacja jest kompletnie symetryczna i nie tracimy żadnej wartości. W GIMPie to oznacza, że możemy na przykład rozmyć obraz, ale potem zrobić taki anti-erase i wrócić do starej wartości. Very, very sorry for interrupting, but we have to stay in time here. Przepraszamy, ale skończył się czas. The translation angels are really sweating in their box there, and we are very happy to have them here. So please give a big round of applause to the translation angels. The next talk is from Dorota. Let's talk about suffering. Dorota redet über Leiden. I would like to talk about suffering. Where's the clicker? Is this one? So suffering is a bad thing. Leiden ist eine schlechte Sache. Ich bin ganz sicher, dass ihr sehr ungern leidet und ihr auch sehr ungern andere leiden seht. Leiden ist böse, aber wie kann man
Bösheit messen. Das ist eine Sache, die wir messen können. Ich habe eine Frage für euch. Wie viele Tote gibt es für jede Gigawattstunde Energie von Atomstrom und von Kohlenstrom? Traut sich jemand? Aber ich werde es euch erzählen. Hier ist die Antwort. 40, 4000 weniger. Und zum, um sie zu vergleichen mit Wasserenergie. Natürlich sind diese Zahlen angezweifelt, aber der Unterschied ist so groß, ihr könnt es nicht ignorieren. Viele Sachen geben Anlass für Leiden. 50 Milliarden Tiere werden jährlich umgebracht. Und was wie können wir rauskriegen, ob sie ihr ein schönes Leben gehabt haben? Da sind andere Sachen, die uns bioweapons, global poverty, those are things related to suffering. Andere Sachen, die Anlass geben zu leiden. Effektive Altruismus, Sachen, die wichtig sind, um die Leiden zu mindern. Effektiver Altruismus möchte dieses ausnutzen. Welche Ziele sind es wert, dass man sich darüber darauf konzentriert? Wir sind basieren uns auf Zahlen und möchten die Welt besser machen. Wenn ihr nicht andere leiden sehen mögt, ihr seid ja auch Altruisten. Ihr könnt mehr erfahren auf dieser Website von Effective Altruismus oder 80.000 Stunden.org. Es gibt nichts Zentrales. A lot of local groups. There might be aber viele lokale Gruppen, die lokal there's one in Netherlands as far as I know, there's one in Finland. And you of course can talk to me if you are and you're welcome to und du, ihr könnt around KS West. Gerne mich kontaktieren in der Nähe von KS West. Thank you. Thank you very much for your talk. Please all speakers try to hold the microphone just like this. Hold it in your right hand, and this is about the right distance with your thumb. Thank you very much. So the next talk is going to be about teaching IoT with open hardware in GitHub and classroom. Następny wykład będzie na temat uczenia Internet of Things za pomocą otwartego sprzętu open hardware i GitHub Classroom. Software engineer and maker from Zurich. Witam wszystkich. Jestem inżynierem i makerem z Zurychu. Rok temu tłumaczyłem, uczyłem moich studentów. Here's our IoT reference model device. Tak wygląda nasz model referencyjny, czyli mamy różne urządzenia z sensorami i silnikami. The course is hosted on GitHub and covers the software aspects of IoT systems. Cały kurs możecie znaleźć na GitHubie i pokrywa aspekty tworzenia software'u, formaty danych i takie różne. We chose hardware that is easy to get started, available, well documented. Wybraliśmy sprzęt, z którym łatwo jest zacząć, jest dobrze udokumentowany i jest open source. Łatwo się szuka informacji, używa Wi-Fi i innych technologii.
It's an ESP8266, no surprise, and an NRF. Bez niespodzianek, to jest ESP. Feather footprint and growth sensors. There's a growth to feather adapter made by Seed, and as a gateway we use a Raspberry Pi 0W. Używamy Raspberry Pi Zero jako moduł pośredniego. I added a curated wiki, so only I can edit it. We also have a Slack. Mamy moderowaną wiki, którą tylko ja mogę edytować, ale oprócz tego jest też Slack, gdzie można zadawać pytania. We use the RFM95W Featherwing. It needs some hardware tweaks, so. Jeżeli chodzi o LoRaWAN, używamy specjalnego układu. Still works. Good. Ciągle działa. It's available on the wiki. Można to znaleźć na wiki. With hardware example code or slides, we use GitHub issues. That's not a surprise to developers. Używamy GitHub issues. To nie będzie niespodzianka dla deweloperów, ale może być czymś nowym dla nauczycieli. Jeden z problemów był taki, że okazało się, że trzeba połączyć pull-up do jednego pina i to zostało zgłoszone przez GitHub issues. You've seen that the core slides are on GitHub, but what about the hands-on part to provide a report for students? Slidy są na GitHubie, classroom. Ale oprócz tego używamy GitHub Classroom. The course is a separate class. Każda instancja kursu to jest oddzielna klasa na GitHub Classroom. Zawiera ćwiczenia. Mamy assignmenty na GitHubie dla każdego ćwiczenia i jedno dla ćwiczenia końcowego. Ten projekt Classroom też jest open source. Can be embedded into the hands-on repo, and instead of cloning or forking the repo, this link creates a deep copy. Kiedy używamy linka, nie klonujemy repozytorium, ale tworzymy kopię wszystkiego. Advantage is that this deep copy is private. Dzięki temu ta kopia jest prywatna. You see that the URL has the student's GitHub name appended. Można zobaczyć, że adres ma nazwę studenta w adresie, w repozytorium. Dzięki temu wiem, kto jest kim. Studenci pracują na swoich repozytoriach i pushują wyniki, a tylko nauczyciel widzi wyniki wszystkich. Używam oddzielnego repozytorium dla każdej klasy. And that's it from me. Thanks for your time. To wszystko. Dziękuję za uwagę. Interesting talk. And all speakers, it's quite normal to be nervous when you're up here. It's just relax. It's your time. Take your time. And the next one is Mario Behling. And he's talking about Suzy AI. Następny wykład będzie zrobiony przez Mario i mówi o Suzy AI. Jego imię to jednak Mario Krisner i będzie to robić sam. Dzisiaj opowiem o NerdStreamie. NerdStream to to, że mówimy do komputera, a komputer nie tylko odpowiada, a może nawet rozwiąże ci jakiś problem. Teraz jest dużo urządzeń, które robią coś, co wygląda podobnie. Są komercyjne. Są w wielu domach, ale nie ma żadnego, który byłby otwarty. Więc o tym będę mówić dzisiaj. Te urządzenia to nie jest tylko sen nerda, ale będą należeć do rodzin na całym świecie. Musimy rozwiązać problem prywatności. I chodzi o to, że nerdzi, o których chodziło wcześniej, oni takich urządzeń nie mają, bo chodzi o to, żeby urządzenie zachowywało prywatność i nie mówiło do chmury, nie rozmawiało z chmurą. Potrzebujemy prywatności i potrzebujemy systemu, który będzie ochraniał prywatność. I to nie jest tylko aplikacja, ale
cały system, który będzie chronić prywatność ludzi. FOSS Asia pomaga nam bardzo i pomaga nam robić ekosystem, który zawiera aplikacje do rozmów. To jest takie wielkie zadanie, że chcemy ten problem rozwiązać nie tylko algorytmami, ale także wielką społecznością. Więc mówię do was wszystkich, żebyście do nas dołączyli. I to podejście jest bardzo dobre. Przykładem jest Wikipedia. Wikipedia jest bardzo łatwo się dołączyć. I mamy też inne projekty, żeby zrobić maszynę, która potrafi odpowiadać na pytania. Nasz problem to to, że wiele stron nie ma dostępu przez JSON, dzięki temu nie możemy z nich korzystać. I to jest podejście. Jest wielki ekosystem i to jest głośnik, który składa się z Raspberry Pi i mikrofonu, ale także mamy aplikację na Android i iOS i webową. To nie jest, nie tylko odpowiada na w postaci tekstu, ale także obrazkami, wideo i tak dalej. Co zrobiliśmy? Repozytorium, gdzie wrzucamy umiejętności i jest łatwo robić nowe umiejętności. Jak pójdziesz do SUSE AI, to jest repozytorium z wieloma przykładami. Jeżeli klikniesz na któryś z nich, to zobaczysz, jak wygląda umiejętność. I język umiejętności jest podobny do Wikicodu. Jeżeli chciałeś kiedyś robić stronę, to co należało uczyć się HTML, a na Wiki używało się Wikicodu. I nasza strona to jest coś w rodzaju Wikicodu. I jeżeli klikniesz, to zobaczysz, jak należy to robić. I co chcemy to robić z wielką społecznością. Jesteśmy w tym punkcie, że chcemy dostać się do wszystkich z was i żeby zrobić więcej umiejętności, więc możemy konkurować z komercyjnymi ofertami, więc otwarta wersja jest lepsza dla prywatności. Mamy jutro warsztaty o 4:00. Przyjdźcie do nas, przyjdźcie do SUSE AI i poklikajcie sobie, jest fajnie. Dziękuję. Please take the microphone down with you to the angel and leave the clicker here. The next talk is Batch Magic. Der nächste Talk heißt Batch Magic. Like this. Please. So there's that. Hello everyone, my name Hello. Is Hong Fu Deng or HP Deng if you want to find me online. So I'm going to talk about this I'm wearing right now, we call diesen, it Batch Magic. Das Badge, das ich heute trage, so erzählen, what is wir it? Nennen es Batch Magic. Es ist ein USB you can see. LED. Bluetooth, but the funny thing du is, kannst es, ihr könnt es durch Bluetooth erreichen. We develop an open source Android application that allows und wir haben ein Android Open Source Application gemacht. You can even draw, ihr könnt sogar auf diesem App zeichnen, durch diesen App zeichnen. Das ursprüngliche haben wir auf dem Electrical Market gefunden. Da gibt es alle möglichen Sachen. Und das Badge kam mit einer sehr einfachen iOS-Sache, die ihr hier seht. Es war nicht sehr schön und da war auch sehr wenig, was man machen konnte. Unsere Gruppe wollten was anderes machen und was cooleres. The source code für dieses bestehende war nicht open und ein Developer hat sich das angeguckt.
Und wir haben versucht, was Neues zu machen und verschiedene Sachen verschicken. Beauty of open source. Und hier what ist das Tolle an Open Source. Wir haben das hier das Protokoll gefunden. On the internet, or they hacked into this a few last year. So letztes Jahr wurde dieses erstellt. Und grundsätzlich ist Wireshark benutzt worden, um zu rauskriegen, was da war. Und er hat alle der Gaudier Meschling, if you are here, thank you very much for your work. Gaudier Meschling hat dieses gemacht und vielen Dank dafür. Wir haben diese neue App gemacht und ihr könnt es alles Mögliche damit machen, mit diesem Badge. Und wenn ihr was Neues beitragen möchtet, es ist alles Open Source. Unter diesem QR-Code findet ihr es. Und dieses ist gemacht worden von FOSS Asia, das wir 2009 gemacht haben. Es ist 10 Jahre alt. Und wir möchten hier mehr Leute in Asien unterrichten mit Open Source Projekten. Batch Magic ist nur ein von vielen, das wir gerade machen. Ihr könnt was mehr finden unter dieser URL. Und sowohl über GitHub kommunizieren und über mit anderen Projekten. Nicht nur dieses tolle Badge, aber auch der Weg, wie wir da hingekommen sind. Dieses Projekt macht es möglich für viele junge Leute teilzunehmen und mehr zu lernen über Android und sich die Community anzuschließen. Was wir arbeiten. We are still working on open up the hardware of this. Wir bemühen uns, die Hardware zugänglich zu machen und hoffen, das in den nächsten Monaten bereitstellen zu können. Wenn ihr mehr lernen möchtet und ihr zufälligerweise Shenzhen im November seid, könnt ihr zu Besuch kommen. Wir können euch mit Hardware-Fabriken in Verbindung bringen. Und im März, wie ihr seht, Force Asia Singapore, Open Tech Summit im Mai. Every year in Home of Us. If you are proud, please come join us. You can find the badge, the application online. And I also have a few here. If you want to check it out, es gibt ein paar. Wenn ihr mich aufsucht, könnt ihr das Teil sehen. Und ich werde morgen einen Workshop abhalten. Thank you very much. Thank you for the talk. The next talk is going to be held by Jens Ohlich, which takes his presenter with him. And it's about digitalization and cyber are the two sides of the same coin. Have fun. Hello, my name is Jens Ohlich, and on the internet I'm known as Joel. Witam wszystkich, jestem Jens Ohlich i chciałbym porozmawiać o europejskiej polityce i o tym, jaka jest fascynująca. Wybrałem najlepszy cytat, jaki słyszałem z ostatnich lat, czyli że digitalizacja i cyber to są dwie strony tego samego. On July 16th we got a new president of the EU Commission. 16 lipca dostaliśmy nowego prezydenta Komisji Europejskiej. The German Minister of Defense. Wcześniej była niemieckim ministrem obrony. Where she got the nickname of Zensursela, because she was the first federal. Mogliście o niej słyszeć, dlatego że była pierwszym federalnym politykiem, który wprowadził na poziomie federalnym cenzurę.
Była to straszna porażka. This breaks it for me. I'm now doing something political significant. Niektórzy z nich mogło to przekonać właśnie, żeby w końcu zaangażować się w politykę albo na przykład dołączyć do partii piratów. But she has now moved to Brussels. No teraz przeniosła się do Brukseli. She now became the president of the EU Commission. Została prezydentem Komisji Europejskiej. She thought that the Council of the European Union nominated her. That's what she wrote in her farewell letter to. Myślała, że była nominowana przez Radę Unii Europejskiej, ale została nominowana przez Radę Europejską, która jest zupełnie inną instytucją. Many people confuse that, but most people who confuse that. Wiele osób myli te dwa ciała, ale większość z nich nie aplikuje na tę pozycję. Prepare for her job, so she wrote down her agenda. Miała trochę czasu, żeby przygotować się do swojej pracy, więc opublikowała swoją agendę i jest tam wiele interesujących cytatów. Digital politics. She said to lead the way on next generation hyperscalers. We will invest in blockchain, high performance computing, quantum computing. Powiedziała, że będą inwestować w blockchain, high performance computing, kwantowe komputery, algorytmy i narzędzia. Nie wspomniała nic na temat open source i otwartych danych. Powiedziała, że w końcu pierwszych 100 dni zajmie się europejskim podejściem do kwestii etycznych na temat sztucznej inteligencji. I jest to bardzo ambitny plan, ale jeszcze nie zaczęła nawet procesu konsultacji, ale najlepszy jest ten wspaniały cytat, czyli digitalizacja i cyber to dwie strony tej samej monety i brzmi jak coś science fiction. Cyber, nie wiadomo o co chodzi. Maybe the French speaking people in the room would say yeah. Może Francuzi w tym pokoju zrozumieją o co chodzi. Może po prostu angielski nie jest najlepszym językiem i powinniśmy używać francuskiego, ale nie, po francusku to wcale nie brzmi lepiej. Cyberspace sont les deux faces d'une même médaille. What does she actually mean by that? It becomes a little more clear. Co ona ma na myśli? No, ale po niemiecku to brzmi trochę lepiej. Computer and network security are two sides of the same coin. So no, okazuje się, że chodzi o cyberbezpieczeństwo. I to jest ten cyber, o którym mówimy. Nie mówimy o cyber, nie wiem, o cyberestetyce na przykład. We're talking about cyber security. Mówimy o cyberbezpieczeństwie. That phrase struck me as a little odd, so I went. Ta fraza była dla mnie bardzo dziwna, więc zacząłem szukać. Spytałem Google'a, no i znalazłem wiele wyników, które wszystkie miały Siemens.com w nazwie. They even had an interview. Why is digitalization and cybersecurity? Okazało się, że na Siemens nawet jest wywiad z takim tytułem, czyli dlaczego digitalizacja i cyberbezpieczeństwo są dwoma stronami tego samego medalu. Document by someone, and it is just an incorrectly shortened Siemens slogan. I okazało się, że to jest niepoprawnie skrócony slogan od Siemensa. Żadnej tajemnicy. Dziękuję bardzo, to wszystko. Thank you for your talk. I'm very excited for the next talk because I know nothing about it, but its speaker. Ciekawy mnie następny występ, bo nie wiem o nim nic oprócz mówcy. Dzień dobry. Chodzi o... Mieszkam w Brukseli od 5 lat i będę mówić o moim doświadczeniu z ostatnich 5 lat w polityce EU, Unii Europejskiej. Keep in that space for a moment longer. So, i będę jeszcze w tym trochę siedzieć. No, przez ostatnie 5 lat nauczyłem się, że
It's a language. Nauczyłem się o, trochę o rzeczach, które były wcześniej opowiedziane, czyli język bardzo często rozbija się o znaczenia. Na przykład, gdy polityk albo naukowiec polityczny mówią o algorytmach, a mają na myśli automation, while automatykę, technician or like an engineer, another algorithm is solution. Dla inżyniera algorytm to rozwiązanie, więc to jest zupełnie różna rzecz. Dlaczego to ma znaczenie? Bo polityka to wypowiadanie idei i próby zmian społeczeństwa na lepsze. I nauczyłem się, że co jest dobre w Brukseli, że każdy chce zrobić coś dobrego. Chce zrobić to, co należy. No i Bruksela. Co się dowiedziałem przez ostatnie 5 lat, jeżeli chodzi o politykę Unii, to jest kilka grup, które są powiązane z prawami cyfrowymi, czyli neutralność internetu, wolna wiedza. Jest kilka grup, które się tym zajmują, ale jeżeli chodzi o techniczne części i cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja i inne dyskusje, które są bardziej, które mają bardziej techniczne podejście, jest bardzo ciężko przeprowadzić dobrą rozmowę. Co chcemy zrobić? To zacząć nową organizację, która będzie się nazywała DEEP, czyli cyfrowa ekspertyza w polityce europejskiej. Chcemy, żeby osoby techniczne były bliżej bańki Brukseli, żeby potrafiły wpłynąć na politykę Brukseli, dopóki propozycje zostaną wydane przez Komisję Europejską. The phases before that, so green paper, white papers, i żeby as the consultations, wkroczyć tam wystarczająco wcześnie przed konsultacjami. Helping, educating policy makers, i po to, żeby edukować polityków, czyli twórców prawa, nie tyle polityków, którzy są wybrani na krótki czas, czyli tylko ludzie, którzy naprawdę piszą te wszystkie rzeczy, czyli Europejski Parlament, Komisja, zacząć z nimi rozmowy, żeby pomóc im zrozumieć szczegóły techniczne, żeby wpłynąć na zasady, które z tego wyjdą. Teraz jesteśmy w pierwszej części tego wszystkiego, czyli chodzi o kasę. I jak tak naprawdę wszystko to zbierzemy ze sobą, zbierzemy do kupy. Jesteśmy teraz w połowie rozmów. Pewna rzecz, którą zobaczyłem, to z jednej strony mamy amerykańskie firmy i lobbying, przemysł, pieniądze przemysłu amerykańskiego. Z drugiej strony mamy społeczeństwo obywatelskie, któremu płaci foundations, któremu płacą fundacje amerykańskie. Więc to musi się zmienić. I rozmawiamy o tym, jak to rzeczywiście zmienić. Więc to jest trochę dłuższa rozmowa, niż mogę tutaj opowiedzieć w 5 minutach. I w wiosce About Freedom nazywam się Wukami i chcę do was pomówić o tym, jak to można zmienić w przyszłości. Dziękuję. W tej chwili będziemy kończyć tłumaczenie na polski. Dzięki, Dorota i Paweł. Hi, Chaos Family. Okay, thanks. Right, so I'd like to share some thoughts about. Ich möchte ein paar Gedanken darüber, wie man das Internet zeichnen kann, mit euch teilen.
Im Wesentlichen habe ich mich letztes Jahr eine einfache Frage Kindern in zwei Ländern gefragt. Und die einfache Frage war, ich sollte sagen, diese Kinder waren zwischen 6 und 12 Jahre alt. Das ist in Belgien die Grundschule. Und ich gab ihnen diese Aufgabe, zeichnet das Internet. Und ich wollte inspiriert sein, ich wollte, dass die zukünftige Generation, unsere Kinder, mich zu inspirieren, mir zu zeigen, was bauen wir jetzt, wir reden viel darüber, was ist das Internet, wohin geht es, woher kommt es, was ist das Web und so weiter, aber ich wollte darüber eine Projektion haben, was denken diese jüngeren Leute über das Internet. Ich heiße Dries, ihr könnt mich über diesen Kanälen erreichen, ich bin Teil des Frightcamp Village, das ist ein Frightcamp ist ein familienfreundliches Happercamp, das wir in Belgien regelmäßig machen. Und das hier, meine Idee kommt ungefähr daher, von dem, was ich jetzt als Organisierer dieses Camps erlebt hatte. Ich zeige jetzt eine erste Sammlung von Bildern aus Belgien. Und dann bin ich nach Senegal gefahren im Februar 2019, also vor relativ kurzem. Und ich habe das gleiche Experiment gemacht, denn ich wollte wissen, was ist die kulturelle Einfluss darauf, was ist die auf die Wahrnehmung, was ist das Internet? Und ich möchte ein paar der Ergebnisse zeigen. Das hier ist ein ganz typisches Ding, das häufiger mal herauskam. Das sieht einfach aus, ja, wie der Weltraum. Das Internet ist unendlich. Und das hier ist ein 12-jähriger Junge, der hat eine Zeichnung von Planeten gemacht. Das hier ist jemand aus Senegal. Und das Niveau der Abstraktion ist viel höher. Das wahnsinnig interessante Ding in Senegal war, dass die Kinder, wenn du das Wort Internet gesagt hat, dann existiert dieses Wort nicht wirklich in ihrer Kultur. So das Niveau der Abstraktion wird viel höher. Und die Benutzung von Farbe hat mich inspiriert in der Zeichnung. Dies hier ist jetzt ein Ergebnis aus Belgien. Verknotete Kabel. Das ist jemand, der 7 ist. Und das ist in deren Gedanken, wenn jemand das Wort Internet in den Mund nimmt. Hier ist auch der 6 Jahre alt. Was ist das? Und sie malen Leute und Verbindungen zwischen Leuten. Ihr seht die Schlangenlinien zwischen den Köpfen der Leute und das ist ein kleines Herz. Finde ich super cool. Das hier ist interessant. Im Senegal haben viele Kinder Geräte gemalt. In diesem Land haben sie vorher nie Computer oder Computer, so wie wir sie in Europa hatten. Also da ist es häufig, dass Mobilgeräte der Default sind. Also sie malen mobile Geräte, Telefone und Tablets und fast nichts anderes. Das ist deren Art, diese Art der Verbindung zu sehen. Und was ich an dieser Zeichnung magte, waren diese kleinen Punkte um das Telefon herum. Diese kleinen Punkte, das ist so etwas wie, das erschreckt sich über das Gerät hinaus. Ich weiß nicht, ob das die Intention der Zeichnung war, aber es war meine Interpretation. Das ist ein sehr typisches belgisches Resultat, wo Kinder dann ihre Interpretation von YouTube zeichnen oder anderer Videoplattform. Das hier ist wieder ein Result von Senegal. Ich muss ein bisschen vorwärts springen. Das Erste, was wir gesehen haben als ein Ergebnis ist, die erste Kategorie ist eine Entwicklung mit dem Alter. Die Jüngeren würden ganz verrückte Bilder malen. Und wenn sie älter werden, wird sie immer enger in ihrem Bild und sie bauen eine Fortnite oder sie zeigen YouTube oder Google. Sie entwickeln sich in die Richtung. Und das Letzte ist, in Senegal gibt es Internet nicht wirklich. Die Leute reden über Kommunikation und sich verbinden. Internet, das ist die Kernaussage für mich. Internet ist etwas,
das verbindet und wir sollten nicht darüber reden als etwas Digitales an sich. Ja, der nächste Vortrag ist kidspace.org, Open Source Hardware Elektroniken. Right. Hello. Ja, hallo, mein Name ist Kaspar und ich bin der Erfinder und Hauptbetreuer von kidspace.org, eine Webseite für Elektronikprojekte, um die zu teilen. Clicker. Der Clicker, ja. Oh. Did I go too far now? Okay. So, apologies. Entschuldigung, aber ich... This is a PDF and this presentation is a website with videos. Das ist ein PDF und eigentlich ist es normalerweise eine Webseite mit Videos und so, deshalb ist es jetzt nicht ganz aktuell. Ich war nicht sicher, wie es hier beim Camp läuft, aber die Art und Weise, wie Elektronik gemacht werden, ist, man hat ein gedrucktes Circuitboard, ein gedrucktes Brett und dann lötet man Teile auf dieses Brett auf und dann gibt es verschiedene Komponenten, zum Beispiel welche, die ein Beinchen durch so ein Loch durchstecken, da gibt es ja eigentlich ein nettes Video zu. Es gibt welche, die werden auf der Oberfläche aufgelötet und ja, hier wäre eigentlich ein schönes Bild davon gesehen, wäre ich jetzt besser vorbereitet. Also, ja, das ist, wenn die Geräte auf dem Board aufsetzen, anstatt da durchzugehen. Die beste Art und Weise, das zu tun, ist, ja, einen Toasterofen oder so zu nehmen, den umzubauen und dann, ja, Lötpaste zu verwenden und das ganze Brett zu erhitzen. Und also die ganze Platine zu erhitzen. Und dann fließt das Lötzinn von alleine und die Bauteile gehen von alleine aufgelöst. Wenn ihr dafür was lernen wollt, dann fragt euren eigenen Hackspace. Es gibt natürlich auch viele Workshops hier auf dem Camp, um darüber was zu lernen. Und die Art und Weise, wie Elektronik entworfen wird, es gibt solche Tools, wo man so das Layout, den Entwurf erstellen kann und dann kann man Verbindungen zeichnen zwischen seinen Komponenten und dann hat man auch das Platinen-Layout, wo man die Verbindung auch auf einem physikalischen Modell auf dem Platine leiten muss. Viele Leute machen das und teilen ihre Ergebnisse online und es gibt einen Haufen von Projekten online, die ihr, wenn ihr wollt, nachbauen könnt. Also das ist nur eine kleine Umfrage, die ich gemacht habe. Mehr und mehr Projekte kommen online und es gibt natürlich auch noch andere Quellen, wo man sowas finden kann. Das Problem daran ist aber, meistens, wenn man so ein Projekt findet, dann ist es ziemlich schwierig, zu dem Punkt zu kommen, dass man die Teile und die Platine zusammen hat und es gibt verschiedene Strukturen, manche sind mehr wie Blocks, andere sind mehr wie Dateiverzeichnisse und es ist wirklich schwierig, sich zurechtzufinden und zum richtigen Punkt zu kommen. Und was wir eigentlich gerne machen würden ist, wir nehmen diese ganzen Quellen und bekommen daraus unsere Platine und unsere Bauteile. Und das habe ich versucht mit Kidspace zu realisieren. Also der eine Teil ist kidspace.org, die Webseite, das ist die Seite, wo man die Projekte teilen kann, aber schon bevor ich das gemacht habe, habe ich eine Browser-Extension, eine Browser-Erweiterung erwertet, die es einem erleichtert, automatisiert Teile zu bestellen im Internet. Also es automatisiert die normalen Webseiten wie DigiKey, Mauser oder Reichelt oder so, bei denen man die bestellen kann, die Teile. Und dieses Plugin funktioniert so, dass es die Anfragen an die Webseite nachbaut, so als wenn man selber die Webseiten verwenden würde. Und so kann man dann einfach eine Liste von Komponenten in diese Browser-Erweiterung reintun und die Browser-Erweiterung kümmert sich darum, die automatisiert in den Einkaufswagen zu legen. Hier wäre noch ein Video gewesen, was jetzt aber nicht funktioniert. Ihr könnt dieses Plugin für Google Chrome und Firefox verwenden. Natürlich könnt ihr das ohne kidspace.org zu verwenden, um einfach normale Listen von Materialien zusammenzustellen. Und die andere Seite davon ist halt die Platine zu bekommen und das ist, warum es kidspace.org gibt. Also es präsentiert einem das gesamte Projekt zusammen mit den Platinen und Lease-Mich-Dateien und Infodateien und auch weiteren Materialien. Und es gibt einen Haufen Buttons, die man einfach anklicken kann und dann kommt man automatisch auf die Erweiterung geleitet und bekommt die richtigen Teile.
Also das Projekt ist auf Kitspace ist im Moment so, dass man sein eigenes Git-Repository irgendwie aufsetzt auf GitHub oder auf seinem eigenen Server und dann muss man einen Pull-Request zu erstellen auf dem Kitspace-Projekt und sagen, du würdest gerne dein eigenes Projekt hinzufügen und dann wird es hinzugefügt. Und der Gedanke dahinter ist, dieses virtuelle Bausatz, diesen virtuellen Bausatz zu bekommen. Also die Ersteller können ihr Projekt erstellen und online hochladen und man kann dann unabhängig davon seine eigene Kopie erstellen. Es gibt ein paar Projekte, ich habe leider keine Zeit mehr dafür. Also ja, findet mich hier auf dem Camp. Ja, vielen Dank. Ja. Yeah. Thank you very much. We're going to our next talk. It's called Android. Privacy is not a luxury. Please. Okay, der nächste Talk ist Android. Privatheit ist kein Luxus. Hallo, ich arbeite für Privacy International. Mein Name ist Tuck. Ich möchte euch ein aktuelle Forschungsergebnisse und Forschungsansätze zeigen. Wir arbeiten auf vorinstallierten Android-Apps und den Privacy-Problemen, die sie haben. Das ist basiert auf aktuellen Forschungen von einem Gruppen von Akademikern. Basiert, die auf diese Programme angeguckt haben und basiert auf der Analyse von über 1700 Geräten von über 200 Herstellern. Wir haben festgestellt, dass ohne 7% der Apps, die auf diesen Geräten auch im Play Store existieren, was es sehr schwer gemacht hat, sie zu installieren. Wir haben ein paar Fallstudien gemacht und versuchen Druck auf Google Druck auszuüben, weil das braucht bessere Regulierung von Google als Gatekeeper, weil diese Apps sind häufig auf billigen Low-End-Telefonen installiert und haben einige Probleme. Die Probleme sind zum Beispiel Zustimmung, die installierten Apps sind vorinstalliert. Sie kamen oft mit eigenen Erlaubnissen. Die können teilweise die Android-Security-Policies umgehen, haben und weil sie vorinstalliert sind, sind die Berechtigungen oft vorher ohne Benutzerinteraktion aktiv, zum Beispiel Zugriff auf die Kamera oder das Mikrofon. Und sie können Dinge machen wie SMS lesen oder die Daten von anderen Applikationen lesen oder Anrufe tätigen und entgegennehmen, was problematisch ist, und es gibt keine Kontrolle für den Endbenutzer. Die können häufig diese Anwendungen nicht löschen und sie laufen im Hintergrund, häufig auf billigen Geräten. Und die können im Hintergrund laufen und haben, wenn es einen Vertrag hat mit geringem Datenvolumen, kann sie im Hintergrund einfach Kosten verursachen. Das ist nicht nur für Privacy schwierig, sondern auch aus Kostengründen. Diese Apps benutzen natürlich auch Speicherplatz auf den Geräten, also auf den billigen Geräten, die wenig Speicherplatz haben. Und die Sicherheit dieser ist oft schlecht, die sind oft schlecht geschrieben, sie senden persönliche Informationen über nicht verschlüsselte Kanäle wie Namen oder die IMEI des Telefons, verschlüsseln sie einfach unverschlüsselt über HTTP. Und einige der Anwendungen haben Sachen wie Codeausführungs-Vulnerabilities. Und andere Sicherheitslücken. Und sie haben häufig. Und einige von diesen Geräten werden als neu verkauft mit Android 4.2.2 oder Android 5, weil da kritische Sicherheitslücken bekannt sind. Also was sollte Google tun? Wir versuchen, Google dazu bringen, Geräte dieser Hersteller besser zu zertifizieren, weil sie so eine Kontrolle über das Ökosystem von Android haben. Sie sollten klarer sein, welche Schwellen
pre-installed on a phone. Welche Schwellen ein Anbieter einhalten muss, um dass solche vorinstallierten Installationen haben, und sie sollten keine Telefoniere als Android-Telefoniere zertifizieren, die Applikationen vorinstalliert haben, die halt das Sicherheitsmodell von Android unterlaufen. Und das kommt von unserem 35C3 Talk, wo wir Facebook. Wir würden auch sehen, dass Google einen zentralisierten Privacy Hub implementiert, wo man nicht so seine Abberechtigungen kontrollieren kann, sondern auch die Werbedaten und solche Sachen, und wo man Tracker ablehnen kann oder Dinge global verbieten kann, die Kamera zuzugreifen oder ähnliches. Wenn ihr euch dafür interessiert, geht auf mich zu, hier sind meine Kontaktdetails. Dankeschön. Could you please use the clicker? Okay. Thank you so much. So the next speaker up here is AnyKey with OpenSCAD, making 3D objects by code. Yes. There you go. What's the clicker? Ah. Yeah. Thank you. Please. Hello everyone, hope you're all enjoying camp. My name is AnyKey, I'm a self-taught maker, and I think I got 10 years ago my first... Mein Name ist AnyKey, ich bin ein self-made maker. 3D printing scene and that kind of stuff. Ich bin in der Printing-Szene, 3D-Drucker. And if I asked them, hey, what ich bin total make fasziniert, it, wie viele Leute 3D-Drucker da haben. They just print other people's stuff. And then I asked them why. Well, most people don't know how to draw. Und ich habe keine Ahnung. Kind of ich habe sie gefragt, warum sie ja, weil sie es mögen, Dinge zu malen. And that's something done by something called OpenSCAD. 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 I have absolutely no affiliation with this ist ein Modellierungswerkzeug. User of it. It's open source. You can run it on your ist ein Open Source Compiler für 3D Modelle. And by using code you can actually or take a DXF file, a 2D design file, and turn it into a 3D file, or completely from scrap create objects. So you can start du kannst da drin Objekte modellieren. And then you just give a command called a cube 10 by 10 by 10. Du sagst ihm Kommando cube 10 mal 10 mal 10 und dann hast du einen räumlichen Würfel. If you're familiar with programming, ist also sprachbasiert. You'll find the syntax wenn du von Arduino kommst, dann kennst du die Syntax schon. Zylinder zum Beispiel, sagst du ihm den Radius. Wenn du den Radius oben und unten unterschiedlich machst, bekommst du einen Kegel. Und darauf kannst du Operationen anwenden. Dann bekommst du eine Algebra. It actually always first draws the first wenn du also einen Zylinder vom Würfel abziehst, dann bekommst du eine neue Form. Das ist dann die Differenzoperation. One other method that you can actually draw more complex shapes, something that I actually use a lot, is I can put, for instance, a few cylinders. Kompliziertere Formen kannst du machen, indem du unterschiedliche Objekte an unterschiedlichen Positionen unterbringst. A particular order in this case like a triangle. Now I have these three cylinders. Sind die drei Zylinder it makes a 3D object entlang eines des Umfangs eines Dreiecks angeordnet und dann sagst du ihm noch, mach eine Hülle um die drei Zylinder und dann bekommst du eine neue Form. Und jetzt bohrst du Löcher durch, indem du die Zylinder wieder abziehst und dann hast du so eine Art Befestigungsplatte. Und letztlich ist das Ganze wie eine Programmiersprache. I'm very impatient. I very quickly want to make something and then I'll find out everything that's wrong about it. Ich bin total ungeduldig. Fang einfach an und später gehe ich zurück und ändere das. That I'll probably later know that I will have to change. Ich sehe die Parameter, die ich ändern muss. Ich kann das dann modularisieren, um den Code lesbar zu machen. Und daraus kann man sehr komplizierte Dinge erstellen mit wenigen Zeilen Code. Wenn du schon mal davon gehört hast, von OpenSCAD, dann bist du wahrscheinlich schon mal in Kontakt mit diesen Dateien gekommen, mit den SCAD-Dateien.
sein. Du kannst zum Beispiel von Webseiten wie Customizable oder von Thingiverse SCAD Dateien herunterladen. Auch die Dinge kannst du dann ändern, die du runtergeladen hast. Das ist eben Open Source. Download even open SCAD whatsoever. Du brauchst aus dem SCAD eigentlich selber nicht runterzuladen. Du kannst die Dateien auch dann ändern, wenn du den Compiler gar nicht benutzt. Du kannst auf manchen Webseiten tatsächlich den Source Code, den SCAD Source Code ansehen und Parameter dort drin anpassen. Kannst den ganzen Code, der dort schon hochgeladen wurde, benutzen. Du hast zum Beispiel einen Schlüssel verloren. Du hast einen Schlüssel noch da. Also du hattest vorher mehrere Schlüssel. Und jetzt kannst du welche nachmachen. It will analyze it and automatically translate it into an actual 3D printable key. So you can have spare keys. Other projects. Oh. Someone made a customizable thing for weitere Projekte. Jemand hat ein Teil für Quickset Keys gebaut. Ich hoffe, ich habe euch ein paar interessante Ideen geben können. Vielen Dank. Der nächste Vortrag befasst sich mit der Einführung in Neurodiversität. Ist Jontje hier? Ist Jontje hier? Ah ja, komm auf die Bühne. Ja, sie kriegt noch ein paar Tipps fürs Mikrofon. Auch die Vortragenden für die nächsten Vorträge, bereitet euch schon mal vor, sodass wir hier die Umbauzeiten kurz halten können. Ja. Jetzt ist es deine Bühne. Okay. Thank you. Danke. Ja, also Neurodiversität. What exactly is that? Was ist das überhaupt? Well, there's neuro in it, so ja, also da steckt das Wort Neuro in, aber es hat irgendwas mit Neurologie zu tun und hat es auch tatsächlich. And it's in fact, the diversity of und es ist tatsächlich die Vielfalt von der Neurologie unseres Gehirns. Was hat das mit Computern zu tun? Naja, erstmal nicht viel, außer wenn man sein Gehirn wie einen großen Computer betrachtet. So, yeah, the concept is ja, also was ist der Inhalt? Alle Menschen haben ja ein unterschiedliches neurologisches Aussehen oder eine neurologische Zusammensetzung und da ist halt eine große Vielfalt drin. Und wir haben davon stark profitiert als Menschen über den gesamten Globus, über unsere gesamte Existenz. In der letzten Dekade hat sich eine Entwicklung herausgestellt, dass dieses Konzept oder den Fakt, dass es eben diese Varianz gibt, also man verkleinert das Konzept also von normal, man verkleinert, was normal ist und sagt, alles andere ist jetzt eine Krankheit oder eine Störung. Und was dazugehört, ist zum Beispiel das Konzept von Autismus oder ADHS oder einer bipolaren Störung. Viele von diesen Krankheiten und Störungen, das sind alles Dinge, die wir jetzt als ja, Gehirnkrankheiten oder neurologische Krankheiten bezeichnen und die wir versuchen zu heilen. Eigentlich sind es gar keine Krankheiten. Eigentlich sind es normale Entwicklungen, die das menschliche Gehirn im Laufe der Zeit durchgemacht hat. Und es gibt Beweise, zum Beispiel gibt es auch Beweise, dass es schon in der Steinzeit, dass es da schon Menschen gab, die Dinge anders verarbeitet haben und das sind die gleichen Verarbeitungsprinzipien, die auch viele Autisten heutzutage aufweisen. Also wir können ziemlich sicher sagen, dass es auch schon in der Steinzeit Autisten gab. Also sollen wir wirklich versuchen, das zu heilen, etwas zu heilen, was schon die ganze Zeit existiert, was schon
auch häufig von der Entwicklung positiv ausgewählt und weitergetragen wurde und nicht von der Evolution ausgelöscht wurde. Der Gedanke, dass viele von diesen Dingen, die wir als Krankheiten oder Störungen bezeichnen, eigentlich keine sind, das ruft natürlich oder stellt unser Konzept von normal in Frage. Und dieses Konzept ist wirklich nur ein Konzept und nicht irgendwas, was irgendwie definiert in der Natur irgendwie festgesetzt ist. Das bedeutet natürlich nicht, dass irgendwelche Entwicklung, irgendwelche Erfahrungen von Autisten jetzt nicht mehr zutreffen oder nicht mehr gültig sind, aber es sollte uns zu bedenken geben, wie wir damit umgehen und wie wir diese Leute behandeln. Das Konzept von Neurodiversität ist sehr eng verwandt mit dem sozialen Konzept oder dem Konzept von sozialer Einschränkung. Manche Dinge, die eigentlich als Einschränkungen in unserer aktuellen Kultur geben, sind deshalb nur Einschränkungen, weil unsere Gesellschaft eben eine bestimmte Art und Weise hat zu funktionieren. Also zum Beispiel taub zu sein oder schwerhörig ist nur deshalb eine, also wird als Krankheit bezeichnet, aber viele Taube oder Schwerhörige bezeichnen sich gar nicht als Krankheit, sondern es liegt nur daran, dass wir eben halt nur mal uns als mit Sprache unterhalten und dies dann nicht hören können. Viele Linguisten haben oder denken mittlerweile darüber nach, dass die erste Sprache, wenn Menschen zuerst angefangen haben, Sprache zu entwickeln, war überhaupt eine Zeichensprache und gar keine gesprochene Sprache. Also würden wir keine gesprochene Sprache, sondern eine Zeichensprache verwenden, wäre Taubheit keine Krankheit. Und das liegt nur daran, dass eben viele unserer Kulturen sprechen und keine Zeichensprachen verwenden, aber auch nicht alle. Was bedeutet oder was hat Neurodiversität mit dem Internet zu tun? Und viele von diesen Dingen, über die wir sprechen, sind das Internet oder haben mit dem Internet zu tun. Na, zuerst Neurodiversität oder die neurodiversitäre Entwicklung und viele Leute, die auch ja, sich neurodivers bezeichnen, zum Beispiel durch Autismus oder ADHS oder die bipolare Störung. Also die Entwicklung des Internets und auch die Entwicklung von sozialen Medien hat dazu geführt, dass eben unsere Leben sich radikal verändern. Es gibt neue Arten zu kommunizieren und ja, da ist die Zeit um. Vielen Dank. The next talk is coming with AI-powered robots in real life by Hao. Der nächste Talk ist über AI-angetriebene Roboter im wirklichen Leben. Von Hao. Awesome. Don't give up trying. Just. All right, so my name is Hao. Mein Name ist Hao. Ich habe dieses Unternehmen Dorabot vor 5 Jahren gegründet. Das hier ist, ich möchte euch zeigen, wie der State of the Art ist in der künstlichen Intelligenz und wie man das für Roboter im wirklichen Leben machen kann. Es sind ungefähr 50 Slides, also. And AI is used very widely. The left AI wird sehr weitgrün. Links ist was künstliche Intelligenz vor Jahrzehnten benutzt wurden, um Ziffern zu erkennen. Heute kann künstliche Intelligenz die ganzen Autos in dem Bild unterscheiden und andere Anwendungen sind, es kann Go spielen und die besten menschlichen Spieler schlagen. Es kann in ein Geschäft zu gehen, Dinge zu nehmen und dann kann man einfach gehen, ohne dass man bezahlen muss. Es erkennt einfach, wer du bist und was du mitgenommen hast und stellt dir eine Rechnung. Wir haben Roboter, die Dinge in Lagerhäusern hin und her waren, um dann die Geräte, Dinge, die man online bestellt hat, zu versenden. Man kann Dinge in einem Video erkennen, was ist ein Auto, was ist ein Mensch. Es kann dir ähnliche Produkte empfehlen, wie die, nachdem du gesucht hast. Es kann dir sagen, wo du fahren musst. Es kann dir eine Tasse Kaffee aus der Kaffeemaschine holen. Es kann ein
kann Gesichter in einem Video austauschen, sodass man als Mensch nicht mehr unterscheiden kann, was echt und was real ist. Es kann neue Gesichter aus Quelldaten erzeugen, also dass die Bilder links unten existieren alle nicht, die Gesichter. Es kann tatsächlich menschliche StarCraft-Spieler schlagen. Das hier ist eine Visualisierung, wie das neurale Netzwerk funktioniert. Wenn ihr interessiert seid, dieses Handbuch dazu, wenn ihr interessiert seid, ein Roboter ist eine Maschine, die physikalische Aufgaben ausführen kann. Es gibt nur Unterschiede darum zwischen früheren Robotern, älteren und neueren, die mit AI angetrieben werden können, in verschiedenen Umgebungen arbeiten und nicht nur in sehr strukturierten Umgebungen wie älteren. Wir kamen zu mobile Roboter, mussten früher Linien folgen, heute können sie frei im Raum bewegen. Früher hatte man einen Kontrollplatt, heute kann der Roboter seinen Pfad selbst programmieren. Heute hat man kollaborative Roboter, die mit einem Menschen arbeiten können, ohne seinen Arm zu drücken. Hier rechts ist ein mobiler zwei mobile Rechner, der rechte, das hier ist ein Greifer, eine Hand, die eine menschliche Hand nachahmt, die kann Bälle graben, kann einen Schraubendreher bedienen, kann Dinge auf einer Platte, auf Teller sind, kann Bilder malen, Kaffeemaschinen bedienen, Klöße machen, Dinge direkt aus einem Regal nehmen. Das hier ist, wie es funktioniert. Es zeigt, wie der Roboter die Umgebung auswertet, um einen Gegenstand zu finden, den es aufnehmen kann. So wie wenden wir es im wirklichen Leben an. Eine ist der Konferenz Services. Ich komme gerade aus Macau. Da hatten wir einen solchen Roboter benutzt. Da hatten wir die Teilnehmer haben ihre Badge gezeigt und da hat der Roboter eine Tüte mit Souvenirs genommen und sie dem Teilnehmer gegeben. Hier stehen Leute Schlange, um die Souvenirs vom Roboter zu kriegen. Wir haben Kaffee-Einschenk-Roboter. Wenn jemand sieht, dass man davor steht, und dann füllt er halt den Kaffee in eine Tasse ein und gibt dir eine Tasse Kaffee. Das ist mein liebster Teil. Wir hatten Roboter, die in dem Empfangsbereich herumgefahren sind und haben dann Drinks verteilt, aber dann wurden sie schnell Müllsammelroboter, weil die Leute Dinge draufgestellt haben. Was wir machen wollen, ist auch Kisten in Laster einsortieren, Dinge sortieren, Pakete sortieren, Dinge einsortieren. Und wenn ihr also interessiert seid, das sind meine Kontaktdaten. Danke. Thank you very much. Dear audience, I'm very shy guy and don't like to interrupt people. That's why I need your help. So, but I don't think we need your help for the next speaker, because I'm very, very happy to have Ben here on stage. I'm very happy he could be convinced to be here. The next talk will be in German, and it's Ben, 10 Jahre Doodle an der TU Dresden, ein Resümee. Yeah, next talk will be in German. Okay, also this is Ben. 10 years of Doodle. Doodle ist, wer weiß, was Doodle ist? Das Doodle, was hier steht, das D-U-D-L-E. Hey, who knows what Doodle is? A few. Dann, cool. Wer weiß, was das hier ist? Doodle. Who knows what this is? Das wissen hoffentlich alle so ungefähr. Genau. Also es geht eigentlich um sowas. It's about Event Scheduling Application. Event Scheduling. An Event Scheduling Application. We've built one in Dresden. It looks similar to original Doodle. Was wir gemacht haben, ist ein Haufen Crypto Features reingebracht. What we've done, we've packed in a lot of crypto features. 10 years ago, it was cool and new. Today it's with CryptPad and CryptBin and a lot of applications. It calls itself Zero Footprint Applications. Die Idee ist einfach nur, dass man mit JavaScript Sachen verschlüsselt auf dem Server speichert. Encrypt stuff with JavaScript and stuff and store it in encrypted form on the server. We did that.
It's 10 years ago. And if you're interested, I've done talks about this a few times, for example, on Camp 2011 and at Datenspuren. You can find the talks on Mediacity.de. You can look at those videos. Now it's 10 years ago, and we'll recapitulate what happened. I've collected a few interesting things. The doodles are deleted after 3 months if nobody uses them anymore. I come back to that later. The cool thing is now we have 20 different languages in which we've translated the user interface. Incredible. Thank you to the community. Just send me the files. We're going to integrate more languages. I've counted how many schedulings have been done. 12,000 polls per month. 130,000 users per month. DUDLE actually stands for the organization, for the seat at the university. Data security. What do you think about the 12,000 polls? How many of these are encrypted? What do you think? One says one of them. What? Please shout. 10% is your guess. 30%. 30%. Another guess. How many polls per month? That was the question. Okay. Seven people have clicked on Encrypt My Poll. What we learn is, of course, we need privacy design by design and security by design. That's the lesson learned. Das erstmal getestet haben und dann haben wir es nie wieder geändert. Dadurch ist es ja so wenig geblieben. Aber gut. We've built this in later. And tested it and it worked, but we never changed it. A few fun facts. Ich hatte es ja schon gesagt, hier solche E-Mails first, I already told us. Einige. Ich benutze gern Doodle und möchte gern was zurückgeben. I get emails like this often. I like to use Doodle and would like to contribute back. If you see the characters in parentheses, I have contributed a translation into a German dialect. Ich kann nicht so gut Schwäbisch. Habe ich noch nie eingebaut, aber das kommt noch. Benutzt erst die Option. Genau, das nächste ist, oh, okay, wir haben translating into Schwabien. Wenn man sich ins Knie schießt und nicht versehentlich den Button drückt, muss man erstmal sowas eingeben. Ne? Also hier muss man eingeben, yes. You need to input something into the text field. If you go here and actually delete it. Da gibt es ein paar Strings, zum Beispiel, please delete this poll, I'm aware of the consequences und so verschiedene Sachen. Und klar, wenn man sich vertippt, yeah, dann löscht er die Umfrage nicht. It's some sort of capture. I hate these stupid entry fields eingibt, I don't like these stupid entry fields, dann zeigt er an, ja, dass es nicht geht. If you type it the wrong way, Achtung, it doesn't work. Ich habe diese E-Mail bekommen, die lasse ich einfach mal stehen, weil die Zeit ist eh klar rum. Ja. Just read the email, please, because my time's up. Thank you very much. Very nice. Applause. Also, die ging dann über die Pressestelle an den Prof und der sollte sich rechtfertigen vom Rektor, warum er solche Wörter benutzt. Das war ein Spaß. Gut. Thank you. The next talk is, ja, der nächste Vortrag, auch ein, it's also a German talk, ein deutscher Talk. Hello. Hallo, ich bin Mo und ich habe mich in der ich habe mich umentschieden in der letzten Minute, diesen Vortrag auf Englisch zu halten, damit mehr Leute eben was davon haben. Also, ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um euch von einem großen Meilenstein zu berichten, den wir erreicht haben, erst letzte Woche. Also, das ist
wirklich, wirklich brandaktuell. Und ich möchte aber auch jedem danken, der da mitgearbeitet hat und in dem Prozess in der Erstellung beteiligt war von diesem Projekt. Die Diskussion darüber haben so in 2011 angefangen, 2012, und es hat eine ganze Weile gedauert, bis wir diesen Status, diesen Zustand erreicht haben in 2016. Wo wir eine rechtskräftige Einheit gegründet haben. Und ja, ich würde jetzt gerne meine Slides sehen. Meine Fernbedienung klappt nicht so richtig. Ja, in 2016 haben wir eine rechtskräftige Einheit, das Zentrum für Kultivierung von Technologie gegründet. Das ist eine GmbH, also eine gemeinnützige GmbH, Nicht-Profit. Und das gibt es nicht häufig. Normalerweise gründen Leute gemeinnützige Vereine, aber das ist halt wirklich zwar in einer Seite ein Unternehmen, aber trotzdem auch immer noch gemeinnützig. Und was macht diese Gemeinde? Ist ein rechtskräftiger Host, ein rechtskräftiger, die Leute unterstützen, die in Open-Source-Projekten mit Geld agieren müssen, um Geldflüsse zu handhaben. Und wir unterstützen eine rechtskräftige Einheit, sodass man sich entscheiden kann, wir Open-Source-Projekte mit Geld unterstützen können oder mit deren Geld unterstützen können. Das ist halt hier der Auszug aus den Gesetzen, und das führt jetzt dahin, welchen Meilenstein wir erreicht haben. Also wir haben eben diese rechtskräftige Einheit begründet, und da steht halt eben drin, dass das Ziel der Einrichtung ist, zu entwickeln und zu unterstützen, freie und offene Technologien. Das ist natürlich keine richtig genaue Definition von allem, aber das ist halt eben, muss halt eben breit sein. Wir müssen ja begründen, warum sind wir überhaupt gemeinnützig, warum machen wir Dinge, die der Allgemeinheit nützen. Und bevor wir das hier gestartet haben, habe ich mit verschiedenen Anwälten und verschiedenen Organisationen gesprochen, und jeder hat gesagt, vielleicht Entwicklung von Software kann nicht gemeinnützig sein. Und wir haben es ausprobiert. Wir haben halt gesagt, wir wollen es jetzt probieren. Und das ist manche der Dienste, die wir zu unseren Projekten bereitstellen. Also wir sind damit noch nicht fertig. Das ist halt noch Work in Progress. Aber wir möchten Leute bei Spenden unterstützen. Wir möchten Projekte mit Unterstützverträgen und öffentlichen Zuschüssen unterstützen. Wir möchten aber auch auf die Seite denken, da geht Geld ins Projekt rein. Wie entscheidet das Team, welche Entscheidungen, wie wird das Geld verwendet? Wie kann das Projekt transparent sein, auch gegen Leuten gegenüber, denen das Geld geben, und natürlich auch dem Team selbst? Das ist auch ein großer Teil, was wir machen, also so eine Art Management-Plattform für ähnliche Organisationen, die vielleicht in kompletten anderen Umfeldern entstehen, wie zum Beispiel auch im politischen Aktivismus oder so, aber halt in Feldern, wo wir eine rechtliche Einheit über verschiedene Projekte hinweg teilen wollen, um halt den Aufwand gering zu halten. Wir haben in Oktober 2016 angefangen, und die Einheit zu registrieren. Und das erste Geschäftsjahr war Oktober, November, Dezember 2016. Da ist dann natürlich noch nicht viel passiert. Wir haben erstmal langsam angefangen, Sachen zu machen. Aber das erste richtige Geschäftsjahr war 2017. Und das war eine wichtige Entwicklung, weil das ist nämlich, also wie die Steuerbehörden euer Unternehmen beurteilen, dass sie gucken in die Vergangenheit, und man muss halt jährliche Reports einreichen und sagen, was man gemacht hat, und da muss man warten. Und in den letzten Jahren, also eine ganze Weile her, haben wir die Zahlen von 2017 veröffentlicht, und in unserem ersten öffentlichen offiziellen Geschäftsjahr haben wir 808.000 Euro an Geldeingang zu Projekten, die wir betreuen. Wir haben 142.000 Euro ausgegeben für Einstellungen, also um eben Anstellungen zu Leuten geben, die das wollen. Wir haben 149.000 Euro an Vertragspartner geschickt, die halt Software entwickeln. Das ist das Achievement. Es ist die Bestätigung, wir sind wirklich gemeinnützig. Danke. So, the next talk is going about a digital climate strike. It's held by Blip. Is Blip here? Der nächste Talk geht über einen digitalen Klimastreik von Blip. Klickse.
Yeah, yeah, I Hi. Hallo. We are in the midst of a climate crisis. Wir sind in der Mitte einer Klimakrise. We cannot longer call it just global warming. Wir können es nicht mehr nur globale Erwärmung nennen. Es ist eine voll ausgewachsene Krise. Temperaturen steigen. Große Flächen von Gletschern haben geschmolzen. Arten sterben aus. Insekten Populationen nehmen ab. Unser Ökosystem nimmt schweren Schaden. Für uns Menschen ist das gefährlich. Nicht nur für die Tiere und den Planeten, sondern auch für uns. Gegenden werden unbewohnbar werden. Neue Krankheiten werden aufkommen mit den höheren Temperaturen. Der Grund für all dieses ist seit Dekaden bekannt und wird von Wissenschaftlern bestätigt. Wir emittieren immer noch viel zu viele Treibhausgase in die Atmosphäre. Wir verbrennen zu viel fossile Treibstoffe, zu viel Öl, zu viel Gas. Wir waren some insects still live on my arm. Einige Insekten leben noch auf meinem Arm. Wir haben unsere Kosten zu lange auf die Umgebung ausgelagert. Die Wissenschaft sagt, dass wir nicht mehr länger so weitermachen können. Wir müssen spätestens 2025 Jahren kohlenstoffneutral sein. Individuelle Aktionen sind dafür nicht genug, um das zu ändern. Wir brauchen großflächige Änderungen. Wir brauchen Regierungen, die ihre Politik ändern. Fridays for Future, Extinction Rebellion und andere Organisationen haben für den nächsten internationalen Klimastreik am 20. September aufgerufen. Das ist in einem Monat. Bitte nehmt an diesem Streik teil, geht auf die Straßen, sagt es euren Familien, Freunden, Kollegen. Jetzt kommen wir zu dem, was wir auf diesen Seiten sehen. Versucht, überlegt, auf dem Internet daran teilzunehmen. Wenn ihr irgendeine Webseite oder einen Blog oder sowas betreibt, blackt ihn out oder green, also macht ihn schwarz oder grün an dem Tag. Und schaltet ihn aus am 20. September bis zum 27. September. Ihr könnt Informationen auf diesen drei Seiten auf der Slide sehen: shutdownforclimate.net, shutdownforclimate.de für die deutsche Version und demnächst auch digitalclimatestrike.net, was jetzt noch nicht live geschaltet ist. Es gibt Templates für die Seiten oder WordPress Plugins, also bitte nimmt an dem Streik teil. Hier auf dem Camp habe ich die Bits und Bäume Village mit organisiert. Wenn ihr euch interessiert, was ihr wollt, kommt in den About Freedom Cluster. Heute werden wir um 4 Uhr ein Panel haben, wo viele Organisationen sich präsentieren wollen, darunter Fridays for Future, Extinction Rebellion und so, please come C3 Sustainability. Also, ja, wenn ihr wollt, kommt vorbei, seht euch um und helft uns. Danke. The next talk is Open Science and Open Robotics, the Pocket Science Lab. Nächster Vortrag, Open Science und offene Robotik vom Open Science Lab. Oh, sorry, from Pocket Science Lab. Maybe it doesn't work. Okay. Yeah, I'm going to talk about Pocket Science Lab. Ich rede über das Pocket Science Lab. It's an open einige von euch kennen es schon mal. Es ist ein offenes Hardware-Gerät. Man kann es auch für Robotik verwenden. Die Geschichte hat in 2014 angefangen, als Praveen zum Force Asia Summit kam in Kambodscha, in Phnom Penh, und er hat oder sie das Open Hardware Device vorgestellt.
was für Physikexperimente gedacht ist. Die erste Version sah so aus, es war Arduino-Formfaktor, später gab es den Arduino-Mega-Formfaktor, heute haben wir auch Bluetooth, WLAN-Anschluss, ESP 8266 wird unterstützt. Digital Pins, for example, so you can run more devices. Mehr IO-Pins, sodass ihr mehr Anwendungen laufen lassen könnt und mehr Sensoren. So sieht das Ding aus. Wir entwickeln das zusammen mit der Force Asia-Gemeinschaft. In Deutschland und China wird das gebaut. Wir versuchen es nachhaltig und verfügbar für jeden zu machen. Komponenten können mit Pins angeschlossen werden. Wir haben eine Desktop-App, eine Android-App. Wir unterstützen Standards wie den UART-Standard. Wie das funktioniert, sieht man hier. Zum Beispiel, dass es mit einem Smartphone verbunden wird. Du kannst das Gerät von deinem Smartphone aus mit Strom versorgen und dort Apps starten. In der App sind dann Instrumente drin. Im Grunde ist es eine Erweiterung, die man für das Smartphone hat, mit mehr Sensoren. Es läuft mit Arduino. Man hat dann Dinge wie Oszilloskop, Multimeter, Logic Analyzer. So this is then how the oscilloscope looks like. So sieht das Oszilloskop aus auf dem Smartphone. For example, the power source, here is the multimeter. Oder das Multimeter, es gibt auch einen Netzteil, Logic Analyzer, einen Schwingungsgenerator. And recently we introduced neuerdings haben wir auch this instrument, dieses Instrument hier eingeführt. Es ist ein Steuergerät. Man kann damit vier Servomotoren steuern. Man kann hier einfach eintragen, welchen Drehwinkel man möchte oder eine Timeline malen. Hier ein Bild aus Shenzhen von vor ein paar Wochen. Es ist total aufregend. Die Leute finden das total aufregend, was man damit alles machen kann. Es ist neu und cool. Was wir noch machen, wir können Konfigurationsdateien generieren. Du kannst einen ESP anschließen und der kann dann offline laufen für sich alleine und später kommst du wieder und holst dir die Daten ab, die er produziert hat. Du kannst Kanäle damit kontrollieren. Du kannst es auch machen, wenn die App eben nicht verbunden ist und später wieder kann. Kannst also als Data Logger benutzen. Ein paar Spezifikationen für die Experten. Wir kriegen immer Fragen. Die Fragen sind alle auf unserer Webseite beantwortet. Vier Kanäle, zwei MSPS. Natürlich der Flaschenhals ist eigentlich die USB-Verbindung. Wenn du Wi-Fi benutzt, dann könnte es auch schneller werden. War aber bis jetzt nicht nötig. Wie könnt ihr euch beteiligen? Das Projekt ist offen. Bitte macht mit. Bitte. Vielen Dank. Thank you very much. Get it to the next speaker. Leave the clicker. Yeah, thank you. Thank you very much. Now there's Sophia Saley. We are going to learn something about Ola Bini. Thank you for being here. Okay. Thank you. Hello, my Danke. Name is Sophia Saley and I'm the Mein Name ist Sophia Saley. And today I'm going und to ich talk about rede über heute Ola Bini, der in Ecuador
ungerechtfertigerweise verfolgt wird. Er wurde illegal festgehalten und im Moment wird er und kriminell strafrechtlich verfolgt für das angebliche Verbrechen, in Computersysteme eingebrochen zu sein. Also, wer ist Ola Bini? Ola Bini ist ein Software-Developer, der auch häufig beim CCC dabei war. Er arbeitet heutzutage über in Sicherheit und Kryptographie und Sicherheit und Kryptographie und arbeitet auch Forschung über Kryptographie selbst. Er ist Mitarbeiter bei verschiedenen Programmierungen, insbesondere mit Jay Huber, aber auch beim Tor-Projekt, dem Enigmail-Projekt oder Let's Encrypt. Und er ist im Moment drauf auf der Version 4 des Off-the-Record-Protokolls für vertrauliche Kommunikation. Im Moment ist er illegalerweise in Ecuador festgehalten, aber das ist vermutlich nicht das Verbrechen, das er begangen hat, weil er nicht wirklich wegen irgendeines Verbrechens festgehalten und verfolgt wird, wegen etwas, was er getan hat, sondern aus politischen Gründen, sondern vermutlich, weil er Freund von Julian Assange ist. Und Ecuador hat Julian Assange aus seiner Botschaft ausgewiesen und seitdem gibt es diese Verfolgung von Ola Bini. Die nächste Frage ist, warum wird er festgehalten? Also, wie hat das alles passiert? Das ist die erste Frage. Also am 11. April, als Julian Assange aus der Botschaft von Ecuador ausgewiesen wurde, wurde Ola Bini am Flughafen in Ecuador verhaftet. Es gab keine wirkliche Anklage, als er festgenommen worden. Sie wollten ihn einfach nur festhalten. Und es gab keine. Und der einzige wirkliche Grund ist seine Freundschaft mit Julian Assange. Und dieser Prozess hat eine klare Verletzung der Menschenrechte. Es gibt keine Endklagen, er hat keinen Zugang zu seinen Anwälten. Es gab keine Annahme der Unschuld, sondern er wurde von Anfang an für schuldig angenommen. Er wurde für 72 Tage in einem lateinamerikanischen Gefängnis festgehalten. Das ist nicht die besten Verbindungen. Er wurde da tatsächlich für 72 Tage ohne Anklage festgehalten. Es ist diese Absurdität von präventiver Verhaftung, also präventiver Gefängnisstrafe. Das ecuadorianische als Rechtfertigung für die Festhaltung haben sie einfach seine Geräte gezeigt, sein Laptop, ein YubiKey, eine USB-Geräte. Das ist Blödsinn als Beispiel, als Beweis, dass er Verbrechen begehen wollte. Aber wir haben alle solche Devices und ohne dass wir Verbrechen. Oder hat er ein Buch über Programmierung dabei? Das haben sie auch als belastendes Beweismaterial gezeigt. Was ist der aktuelle Stand? Er war über 72 Tage im Gefängnis. Jetzt dann wurde er freigelassen, aber wird weiter verfolgt. Er ist weiterhin für weitere 125 Tage läuft die Untersuchung. Sie haben 30 Tage einfach zu sein, der Zeit hinzugehört, damit diese politische Verfolgung weitergehen kann. Warum ist das wichtig für uns? Das kann tatsächlich jeden passieren, der über Privatheit oder Kryptographie arbeitet, von einer Regierung, die Arbeit nicht mag, die wir machen. Es lässt unsere Arbeitswelt so erscheinen, dass wir tatsächlich irgendwelche Verbrechen begehen und nicht arbeiten, um Sicherheit zu verbessern oder Menschenrechte zu schützen. Was können ja alle dann? Ihr könnt über den Hashtag FreeOlaBini retweeten. Ihr könntet die Webseite FreeOlaBini besuchen. You can visit the website freeolabini.org. You can talk about it. Ihr könnt darüber reden. Ihr könnt euch international pressure is something that can definitely help. Ihr könnt euch einmischen. Internationaler Druck kann in diesem Fall wirklich etwas suchen. Ja, vielen Dank. Ihr könnt mir auf Twitter folgen und wenn ihr mehr Informationen wollt, dann könnt ihr mich fragen und wir werden vielleicht auch einen Workshop in diesen Tagen machen. Ich werde es in meinem Twitter-Profil veröffentlichen. Danke. Ja.
bitte den Klicker hier lassen. Der nächste Vortrag über serverseitige Skripte absichern. Hallo zusammen. Ich möchte darüber sprechen, wie man vermutlich unvertrauenswürdige Skripte, die auf irgendeinem Server vielleicht in einem kritischen Umfeld sind, ja, wie man damit umgehen kann. Wir haben arbeite mit Unternehmen, die Kunden sind große Unternehmen, die halt eben das elektrische Stromnetz versorgen und ja, die haben einen Haufen Daten und die brauchen natürlich sehr, sehr ausführliche Reportmethoden und wollen natürlich so tief eintauchen wie möglich und da gibt es halt dann eine API auf dem Java-Applikationsserver, den wir verwenden und das wird den Nutzern zur Verfügung gestellt, die halt im Büro arbeiten und halt damit die verschiedene Erweiterungen entwickeln können. Und was sie normalerweise machen, ist sowas wie das. Also sie laufen über alle Daten des letzten Monats und versuchen halt eben einige Daten von der internen API, in der internen Schnittstelle zu bekommen und dann ja, soll man halt eben herausfinden, ob eine von diesen Messungen unter dem Limit ist. Und die Frage ist das wirklich sicher? Nein. Man kann natürlich ein Skript schreiben, was ja so ein Befehl enthält, System.access, und dann geht natürlich der gesamte Server aus. Das muss natürlich nicht direkt ein Angriff sein, aber man kann natürlich auch darüber nachdenken, wie man jetzt hier rechte System einfach umgangen, indem man einfach die Rechte als wahr angenommen werden. Und das ist natürlich auch ein großes Problem. Aber man kann auch einfach ein neues Netzwerk, eine Netzwerkschnittstelle öffnen auf dem Server und das kann natürlich auch dann eben Angreifer reinlassen oder böse Daten, die da nicht hingehören. Man kann natürlich auch andersrum denken, man kann natürlich auch sagen, wir möchten die Daten manipulieren, also einfach irgendein Datum auf das 1000-fache des Grenzwerts setzen oder sowas. Ja, sieht jetzt erstmal nicht so bedrohlich aus, aber erinnert euch, diese Software läuft oder betreibt normalerweise oder vielleicht sogar das Energienetz von Deutschland. Also wenn sowas kommt, erneuter Blackout, auch nicht so gut. Also wir brauchen eine sichere Schnittstelle und alle Klassen und Methoden, die darin verwendet werden, sind wirklich sicher und die Autorisierung kann nicht umgangen werden. Und wie können wir die Leute dazu zwingen, das wirklich zu verwenden? Die Nutzer benutzen immer noch die normale Schnittstelle und deshalb gibt es eine Bibliothek namens Groovy Sandbox. Im Prinzip ermöglicht es einem, die Laufzeit einzuschränken, welche Arten von Importen man verwenden kann. Und dann ist halt die Frage, ja, wieso brauche ich denn Imports? Ich kann ja auch einfach alles statisch einbinden. Hier könnte man einfach sagen, ich verweise einer Variable den Wert System zu und so kann das jetzt nicht einfach erkannt werden. Aber man könnte halt einfach irgendwelche Umwege benutzen und die einzige Lösung kann sein, alles davon bei der Laufzeit untersuchen. Also der Gedanke ist, diese Groovy Sandbox Bibliothek ermöglicht es, einen Sandkasten hinzuzufügen, eine sichere Umgebung hinzuzufügen während der Laufzeit und dann kann man überprüfen entgegen einer erlaubten Liste an erlaubten Klassen und Methoden und man kann natürlich auch Klassen und Methoden verbieten, die niemals verwendet werden sollen, zum Beispiel einen Klassenlader oder Netzwerkschnittstellen aufzumachen oder sowas. Und man muss auch darüber nachdenken, es kann natürlich auch ganz viele Grenzfälle geben. Manche Methoden, die eine Sprache wie Ruby hat, man könnte irgendeinen String umwandeln in eine Prozessausführung, also in dieser Einführung. In diesem einen Zeiler könnte man einen zweiten Webserver starten. Man muss auch sich über diese Sachen Gedanken machen, auch diese Verwundbarkeiten. Und man kann natürlich auch wirklich krasse Fälle, wo man einfach ein Skript schreibt, was unendlich lang läuft und da ist kein einziger Methodenaufruf, kein Variablenzugriff, den man überprüfen könnte, gar nichts. Also die einzige Möglichkeit hier ist, das in eine weitere Sandbox zu tun, also in einen weiteren Thread und dann diesen Thread eventuell zu beenden, wenn er zu lange braucht. Ja, wie beendet man Threads in Java? Naja, ist nicht so einfach.
Das Problem ist, dass diese eine Methode, die wurde seit 20 Jahren schon, ja, eigentlich sollte nicht mehr verwendet werden, aber sie funktioniert immer noch. Das ist nach wie vor der einzige Weg, um irgendwas zu beenden, was nicht mehr antwortet. Ja, vielen Dank. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr einfach mit mir sprechen. Da ist meine Mailadresse, da könnt ihr mich erreichen oder halt auch eben hier auf dem Camp in einem Village. Dankeschön. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. The next talk is going to be held by BMC Fun and is handling the topic of documenting proprietary BMC hardware. Have fun with that. Der nächste Vortrag von BMC Fun. Hi, I'm going to talk about BMCs. Ich spreche über BMCs. What are BMCs? Was sind das? Was sind BMCs? It means Baseboard Management Controller. Baseboard Management Controller ist ein bisschen schräg, der Name. Ist ein Server im Server. Der steuert sowas wie an und aus, er steuert Tastatur, die Maus und Serial over LAN. Er hat direkten Speicherzugriff. Applications or whatever, and should usually stay secure. Er sollte besser sicher sein. A lot of power over the system. Er hat eine Menge Macht über das System. Like examples include Beispiele sind ILO from HP Enterprise or der ILO von HP Enterprise oder iDRAC von Dell. Solche Sachen. The security is usually a bit questionable. Die Sicherheit ist manchmal etwas fragwürdig. Wir haben Webserver, die String kopieren. That kind of stuff. And IPMI, the most popular protocol used to access in EPMI, BMCs is kind of designed in the 90s and wurde das Protokoll in den 90ern entworfen. So usually you know from normalerweise public key, ihr wisst authentication and stuff, and I don't think bei SSH gibt's heute public key Verschlüsselung und Authentisierung. Sometimes there are open source parts in there. Viel ist da proprietär. Everything else, manches ist open source, aber der Rest ist proprietär. So a year ago, I decided to also, do something about this, and ich wollte dagegen was tun. This board, it was cheap. Dieses Mainboard war billig. An ILO chip in the middle. Nein, kein Mainboard, es ist eine Karte. This interesting part is in the middle. Der interessante Teil ist in der Mitte. Chip from HP, which, das ist ein Custom Chip von HP ILO functionality. Mit der ILO Funktionalität. So you can es ist ein ARM-SSC. Ihr könnt GCC benutzen und Go drauf laufen lassen. Der Bootloader ist nicht signiert. Das heißt, man kann ihn neu flashen und wenn er, dann ist er vielleicht besser. Das Blöde ist, HP veröffentlicht keine Dokumentation für die ILO-Hardware. Also kann ich nicht einfach Linux darauf portieren, weil ich einfach nicht weiß, wie die Hardware funktioniert. Also habe ich angefangen, die Hardware zu dokumentieren. Ein bisschen Reverse Engineering, Bits befummeln. A repository with some documentation, it's enough to boot Linux. So wir haben ein Repository mit etwas Dokumentation, wir können mittlerweile Linux booten, wir haben Timer, wir haben den seriellen Port, Ethernet ist natürlich nützlich, aber die wirklich interessanten Sachen, wie man den Host steuert, wie man ihn hoch und runter fährt, also an- und ausschaltet, das ist noch nicht drin. All the interesting peripherals in there, which would be needed to make this action. All die interessanten Peripheriegeräte, die müssen wir noch zum Laufen bringen. Ihr könnt jetzt euer Lieblingsbetriebssystem drauf portieren. White box reverse engineering thing where there's documentation and then a clean new implementation. Es wäre cool, wenn man Dokumentation hätte und dann eine neue, saubere Implementierung. Wenn ihr daran interessiert seid, and from ILO 5 macht mit.
Was ILO 5 angeht, da haben sie angefangen, den Bootloader zu signieren. Ich bin nicht sicher, ob der gegen alles gesichert ist, was man machen könnte. Vielleicht geht es ja doch irgendwie. Es gibt ein paar Gruppen, die dabei geholfen haben. Airbus, Synactive. Interesting research on vulnerabilities in ILO. Die haben interessante Forschungen zu zu Schwächen veröffentlicht. Es könnte möglich sein, einen BMC mit völlig offener Software laufen zu lassen. Ghidra. And thank you for listening. Go to this URL. Vielen Dank. Hier ist die URL. Thank you. You did great. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. The next talk is held by Mastro Gippo, and he is telling us something I like to do myself very much also. So it's called Backstage Penetration. Der nächste Talk ist über Eindringen in die Backstage. Hallo alle. So, there was this concert in Italy. Da war dieses Konzert in Italien. Das war ein riesiges Konzert. Und da waren fast alle der die wichtigsten Künstler in Italien waren da. Und es war für die 20. Jubiläum von einer Radioshow. Und ich wollte wirklich in den Backstage-Bereich kommen, um meine Helden zu treffen. Also wir gingen daher und ich begann darüber nachzudenken, wie ich in den Backstage-Bereich reinkomme. Da war ein Haufen Security, also hatte ich überlegt, wie kriege ich eine Badge. So, ich habe angefangen mit meinem neuen Telefon, mit einem Super-Zoom-Objektiv Bilder zu nehmen, um gute Bilder von einer Badge zu machen, um es vielleicht später drucken zu können, konnte rauszugehen und zu einem Printshop in der Nähe zu gehen oder beim nächsten Mal oder vielleicht das nächste Mal einen solchen Drucker sich zu besorgen. Aber es ist schwer, es ist schlecht mitzunehmen, ist nicht sehr einfach, nicht komfortabel, um es beim Konzert im Rucksack zu haben. Aber das ist eine sehr gute Idee, sowas mitzubringen zu einem Event. Vielleicht kann man auch vorher sich vor dem Event schon ein paar Dinge vorbereiten. Ich wusste nicht genau, ich habe nicht die sozialen Medien für das Ereignis verfolgt. Aber warum zu mir Aufwand machen, ein gutes Bild zu machen, wenn es Instagram gibt? Also danke zu diesem Artist oder vielen Dank für diesen All Areas Freund, der dieses etwa 2 Stunden vor dem Konzert gepostet hat. Also man muss nur einen Laptop mitbringen und ein bisschen soziale Medien verfolgen und dann kriegt man eine Badge und dann kriegt man es gedruckt. Aber wir hatten nicht die Zeit, um das auszuschneiden und es für den Druck vorzubereiten. Wir hatten nur eine halbe Stunde, bevor das Konzert startete. Also haben wir uns ein bisschen umgeguckt. Also das hier ist im Wesentlichen, wie es konfiguriert war. Es gab die Hauptbühne und da gab es einen breiten Zaun, der die Leute zurückgehalten hat. Und an der Seite des Zauns waren Sicherheitskräfte, die auf die Badges geguckt haben, um zu sehen, wen sie reinlassen können und wen nicht. Und diese Sicherheitskräfte sind Third Party, also die sind nicht von der gleichen Organisation wie die Organisatoren des Konzerts. Also die wissen nicht genau, welche Badge ist für welche Nacht des Konzerts. Also brauchten etwas, um sie dagegen zu testen. Deshalb war an diesem Zaun ein Infopaper angehängt mit einem Bild von allen Badges für das Event, damit man einfach vergleichen kann. Und man kann mal einfach diese Zettel nehmen, einen der Teil, eine der Badges ausschneiden. Ich
dachte, ich möchte ein Künstler sein, auch weil ich ein Täuschungskünstler war. Und da waren viele, viele Künstler-Badges, die, und sie konnten einfach nicht jeden kennen. Und ich nahm auch ein bisschen Faden von der Tasche, die sie mitgegeben haben, um dann ein Halsband zu machen. Also das ist meine Badge. Ich habe das Papier ausgeschnitten und und ja, das war's. Ich war drin. Ich war drinnen. Ich habe meinen Lieblingskünstler getroffen und habe ihm stolz meine gefälschte Badge gezeigt. Und ich möchte euch ein paar Ideen machen, sagen, die man. Das Wichtigste ist, zu gucken, sich umzugucken, zu lernen, was die Leute machen, wie sie interagieren, wie sie mit den Sicherheitskräften interagieren. Und dann nachmachen, was alle machen. Es waren drei wichtige Dinge. Eine ist die Wasserflasche. Nicht jeder konnte eine Flasche mit einem Deckel drin, weil die Bars alle die Deckel abgenommen haben. Also ich hatte einen Deckel auf meiner Flasche, wie Leute aus dem Backstage, sodass sie aussah wie. Und dann gab es auch T-Shirts und dann ein Smugface, also Selbstvertrauen. Viel Erfolg. Next on stage is Stefan Schindler. Ja, der nächste auf der Bühne ist Stefan Schindler. Ja, und sein Vortrag geht über die EU und Umweltfreundlichkeit. Hier ist dein Klicker und die Slides kommen jetzt. Ist das nah genug dran? Ja, okay. Disclose. Ah. Wonderful. Großartig. Also, willkommen zu meinem sehr spontanen Vortrag. It's too bright. Es ist zu hellhäutig. Muss meine Sonnenbrille aufsetzen. Also, wir haben uns viele verschiedene Dinge angeguckt auf Rustfest und wollten sehr inklusiv sein, aber eine Sache, die uns ins Auge gefallen ist und die uns erst sehr spät aufgefallen ist, ja, viele Leute fliegen zu vielen verschiedenen Orten auf der ganzen Welt und was gucken wir uns jetzt an? Das ist eine Zugkarte. Der nächste Schritt wäre, die nächste Iteration wird in Barcelona sein. Also das in der unteren linken Ecke von der Karte. Und das sind alle Verbindungen, die wir angeguckt haben für die Leute, die teilnehmen, für unsere Vortragenden. Wo wir uns sicher sind, dass die funktionieren werden, weil es keinen Brexit oder sowas gibt, der die Zuglinien blockieren könnte. Ah ja, die wurden vertauscht, genau. Was ist Rustfest überhaupt? Rustfest ist eine Community-Konferenz, ähnlich wie das Camp. Und ja, weil wir wissen, der Klimawandel passiert und so weiter. Alle diese Leute wollten nach Rom. Also es sind ungefähr 400 Leute. Und man könnte damit natürlich ein Flugzeug voll machen, wenn sie alle aus der gleichen Region kämen. Oder, vielleicht 50 Flugzeuge für alle, damit die da hinkommen. Also zurück zur Karte. Wir haben angefangen, mit diesen Städten umzugucken, kann man von diesen Städten aus Barcelona erreichen in einer vertretbaren Menge an Zeit. Und es stellte sich heraus, die längste Strecke ist natürlich von Oslo. Es braucht fast 3 Tage und es geht über Gothenburg, also das ist die lilafarbene Linie. Lass uns mal durchgehen. Der schlimmste Fall ist, wenn man innerhalb von Europa ist, dann muss man von Oslo nach Gothenburg gehen, da eine Nacht schlafen, dann von Gothenburg nach Kopenhagen und nach Hamburg im nächsten Tag. Und vielleicht da was zu Abend essen und dann einen Nachtzug nehmen von Hamburg nach Frankfurt, nach Basel, nach Zürich und dann kann man in Zürich ankommen morgens, eine Dusche nehmen und dann im Nachmittag den nächsten Zug nach Genf und nach Barcelona. Das war die längste Route und dann ist man da. Also im schlimmsten Falle braucht man 2,5 Tage, um dahin zu kommen, um nach Barcelona zu kommen oder halt zurück. So,
Wir hoffen halt, dass es mehr Leute gibt, die sagen, ja, eine von diesen Routen geht durch meine Stadt, zum Beispiel Paris ist ein guter Kandidat, so dass die Leute ein Pre-Event machen können, damit Leute dahin kommen und sich da schon mal treffen und sammeln können. Und das halt auch, wenn man zusammen von dem einem Event aufbricht und dann zum nächsten Event gemeinsam hinfährt, dann könnte man auch im Zug eine gemeinsame Hack-Session veranstalten. Und dann natürlich ist der Call for Participation noch geöffnet, also man kann noch Einreichungen machen bis zum Ende der Woche. Wenn man sich für die Rust-Programmiersprache interessiert, dann ja, lass uns, komm zu uns und unterstütze uns. Es ist das Anfang von November. Und wenn ihr dafür interessiert, was ich persönlich noch so mache, dann guckt auf estada.ch oder ja, findet mich irgendwie auf dem Gelände. Vielen Dank. Thank you. Thank you very much. The next talk is about Open Laser Tag. It's held by Florian. Der nächste Vortrag ist über Open Laser Tag von Florian. Das sieht vielversprechend aus. Hi. Hallo. Ich bin Florian. I'm Florian. Vor ungefähr einem Jahr war ich about a year ago with friends I went to play laser tag. For those who don't know what that is, you have those things in your hand and it's about shooting each other with light, infrared light to be precise. After that we sat at the Spree River with them. We thought, well, could we do this, could we build something like that ourselves? A year later, it looks like this. It's our first prototype to see if our idea is viable. I brought it with me, you see it here on stage. We want open source, open hardware, laser tag system to build one. What you see, the black dot is an infrared receiver. You can see a lens on the right image. The case consists of plastic tubing. Was ist drin? Drin What's inside? An ESP32 with Wi-Fi and Bluetooth on board. Power comes from a power bank and we have an Android app and a server. I'll explain what we need the server for. The design, the taggers are the players, communicate via infrared. The tagger are connected via Bluetooth to the smartphones. Why a smartphone app? The idea was, well, an alternative would have been to implement the game completely on the microcontrollers, but implementing it on a smartphone, you're much more flexible about updates. You can use a lot more features. You could use GPS to stake claims in the playing field, in the arena, to do it outside, outdoors. The apps communicate via a server. That's what the server is apparently needed for. What do we have here? We have this tagger prototype. It's able to shoot and to be shot, to register shots at it. The app registers when you've been hit, when the tagger has been hit by another tagger. The server, where there isn't much at the moment, what else could I tell you? Exactly. Our goal was to make the taggers cheap, so that you can 10 or 20 of them and play with friends in the park. If you'd like to do that too, if you'd like to contribute, here are a few links to GitHub and Twitter and Mastodon. So talk to me if you didn't understand anything, because if you didn't understand, we are building an open, wenn ihr etwas nicht versteht, weil ihr Deutsch seid, thank you. Sprecht uns an. Danke.
Thank you very much. Time has really flown by. We have arrived at our last talk of this camp's lightning talk session. I would like to introduce to the stage Etienne Wang, with janitor. Jetzt kommt der letzte Talk der Lightning Talk Session am zweiten Tag. So, when is there a tweet sweeper on the screen? Hi. So I Hallo. Wanted to talk about Janitor, which is a ich möchte über I've been working on with friends for some years Janitor, now. Das ist ein Projekt, über das ich mit Freunden from working on Firefox to bootstrapping development environments. So that's the title of the talk. So we are a small team. Wir sind ein kleines Team, das in diesem Nebenprojekt arbeitet. Der wichtigste Der Hauptentwickler ist Jan Kiernes, der arbeitet bei Mozilla, als er das Projekt das erste Mal gearbeitet hat. Dann hat er über die Developer-Tools bei IDEA gearbeitet hat. Ich bin später hinzugekommen, ich bin der Sys-Admin für Janitor und arbeite auch für Defora Networks, was eine IT-Sicherheitsfirma ist in Berlin. Ich arbeite auch für eine Akademie, eine Cybersicherheitsfirma in Frankreich. Und es gibt noch einige Leute, die uns dazugekommen sind und die einige coole Features beigetragen haben. So, was ist Janitor und warum brauchen wir Janitor haben? Wir haben, als wir an Firefox gearbeitet, dass man nicht direkt an Firefox arbeiten kann, um irgendwelche Dinge dahin zu... Man muss erstmal ganz viele Dinge machen, wie das Repository runterladen, Dependencies installieren, über das Package Manager die Toolchain konfigurieren, die Dokumentation lesen, um den Workflow zu kennen, und man muss das wieder und wieder und wieder machen, wenn man von einem Device zu einem anderen ändert. Wenn man von einem Betriebssystem zu einem anderen wechselt, muss man lernen, was auf dem neuen Betriebssystem funktioniert, wie das da funktioniert. Wenn man nur ein bisschen etwas über ein Projekt sich interessiert, muss man Dokumentationen über ganz viele Grundlagenprojekte lesen. Mit Janitor wollen wir das alles loswerden und Anfänger und Leute, die neu dazukommen, es einfacher machen, direkt Features zu programmieren. Ja, ich arbeite an Janitor Technology, und da ich ich mache keine Live-Demo, weil mir das zu unsicher ist, da habe ich ein paar Beispiele auf Slides vorbereitet. In Janitor kann man Container runterjagen, um über diverse Projekte zu arbeiten, wie Firefox oder über Thunderbird oder so. Man arbeitet in privaten Container, die sind voll präkonfiguriert, in diesen 2 Sekunden fertig oder weniger, und sie enthalten den kompletten Source Code und die Toolchain. Man kriegt Zugang auf eine wegide.de und einen Toolchain mit den wichtigsten Tools wie Git in der neuen aktuellen Version und GCC. Es gibt einen vollen Checkout der Source Codes. Und es gibt man hat auch Sudo-Access, und man kann andere Software in dem Container installieren. Man gibt auch Web-Preview-Zugang, ein Remote-Desktop, um Dinge zu testen, um die gerade eben kompilierte Version von Firefox laufen zu lassen. Was hinter der Szene abläuft, ist, es gibt ein Dockerfile. Wir arbeiten mit einem Basis-Dockerfile, das Ubuntu Dev ist. Und vor diesem Dockerfile checken wir den Source Code out und installieren die Dependencies. Und dann ist halt alles da, und dann ist es halt fertig, um auf janitor.technology abgelegt zu werden. Was sind die nächsten Schritte? Wir wollen die Projekte da so updaten, dass sie etwas aktueller sind. Wir wollen ein paar neue Features hinzufügen. Wir möchten bessere Integration in den Workflow haben, so dass man weniger Dokumentation über Basis
Komponenten lesen muss und mehr halt über die komplexen Dinge, die man tatsächlich machen will. Wir wollen neue Docker-Hosts, wir wollen mehr Projekte unterstützen, wir wollten live Zusammenarbeit-Feature haben, so damit man mit mehreren Leuten in dem gleichen Container zusammenarbeiten kann, als wäre es der gleiche Remote-Desktop. Und wenn ihr euer Projekt bei Janitor hinzugefügt haben wollt, das ist möglich, ihr müsst nur Kontakt mit uns aufnehmen. Wenn es euch interessiert, ihr könnt uns auf Freenode erreichen, ihr könnt uns auf Twitter erreichen und auf Janitor Technology und auf GitHub das angucken. Vielen Dank. Danke. These were the lightning talks for this camp. There will be other lightning talks probably on the next. Ja, das waren die Lightning Talks für diesen Camp. Es gibt mehr Lightning Talks vermutlich auf dem nächsten Chaos Communication Talk. Und um hier Schluss zu machen, muss ich einigen Leuten Danke sagen, all diese unglaublichen Sachen möglich machen, die sie. Ja, einen großen Applaus zu den Infrastrukturleuten. Ja, ihr habt jetzt zu den Lightning Talks in der Übersetzung gehört. Die letzte Runde waren Florian, Philo, Lucaro. Jo, Dank geht weiter, Stage Manager, Video Angels. Und für Honky, der ihm auf der Bühne geholfen hat.